wir driften immer mehr auf mehr Chaos zu, aber wir können das beobachten, dass diese Konflikte mehr werden und dass auch die Demokratien in Gefahr sind. Also ich dachte, okay, jetzt bin ich gestorben. Von okay, den Patrick gibt es nicht mehr. Der Patrick ist tot. Es geht schon lange gar nicht mehr um mich, Bro. Ich bin durch. Betreffend Trump, ich denke, wahrscheinlich wird er gewählt. Ja, wahrscheinlich wird er wieder gewählt, weil der Konflikt jetzt in Gaza wieder und in Israel, der spielt Trump in die Hände. Trump ist ein Populist. Wir waren doch da beispielsweise auf diese Naked Party. Das kam einmal eine Frau auf mich zu, ja, weißt du noch, mit ihrem Typen. Ah ja, stimmt. Was wir beim DJ-Pult waren und die hat dann mich gefragt, hey, do you want to play? Also sie wollte eigentlich, dass ich mit ihr und ihrem Freund Sex habe. Ich glaube, wenn es einen Gast gibt, den ich hier auf dem Podcast nicht mehr vorstellen muss, dann ist es Patrick Reiser. Seit über 10 Jahren dokumentiert er nämlich sein Leben auf YouTube. Unter anderem auch hat er mit mir die ganze Fitnessindustrie damals revolutioniert. Heute ist er Bewusstseinsforscher und Bewusstseinslehrer und beschäftigt sich auch ganz intensiv mit den ganzen systemischen, politischen und umweltbezogenen Themen, die wir auch heute hier besprechen werden. Mich hat einfach mal interessiert, wem würde Patrick Reiser folgen, wenn jetzt wirklich der Krieg weltweit ausbrechen würde? Einer Frage, die wir zusammen in diesem sehr spannenden Gespräch auf den Grund gehen werden. Außerdem werden wir auch die Frage behandeln, was wir denn heute eigentlich als Individuum machen können, um den Krieg in der Welt auch bei uns zu lösen. Also was können wir in unserer Selbstverantwortung heute tun? Was sind die Maßnahmen, die vielleicht auch die Welt retten können? Und zudem sprechen wir natürlich auch, wie immer, auch ein bisschen Bro-Talk. Patrick erzählt uns ein bisschen etwas über seine erste Erfahrung am Garbage Festival, wo wir zusammen mit ca. 300 Menschen eine Naked Tea Party gehabt haben, also nackt rumgetanzt sind, was das mit ihm gemacht hat und wie auch seine 7-jährige Beziehung ihn verändert hat, was er auch daraus gelernt hat. Das sind Themen, über die wir heute hier unter anderem sprechen. Und deswegen wünsche ich dir jetzt viel Spaß, viele Learnings und gute Unterhaltung mit Patrick Reiser. Alright, wir sind live. Showtime. Showtime. Nee, heute keine Showtime, weil es ist ja keine Show hier, es ist ein Gespräch. Das stimmt. Und ich finde das auch so spannend, weil ich habe das für mich jetzt nach 5 Jahren Podcasting für mich definitiv rausgefunden, dass die schwersten Gespräche die mit guten Freunden sind. Also wenn du ein geiles Gespräch mit jemandem aufzeichnen möchtest, das sich real anfühlt, mit einer Person, mit der du immer mal wieder sprichst und dich auch kennst, dann ist es für mich schwerer als mit einer Person, die ich nicht kenne. Interessant. Ja, weil jetzt sprechen wir schon zum Beispiel schon nicht unsere Muttersprache. Also wir verstellen uns jetzt bereits für die Zuhörer. Ja, das hat was. Das ist schon Performance. Bei mir ist es ein bisschen anders, weil ich spreche mit meiner Frau Hochdeutsch. Hm. Ich spreche mehr Hochdeutsch als Schweizerdeutsch tatsächlich. Mit meinen Kunden, Kundinnen, mit meiner Frau. Aber natürlich wir beide, wir unterhalten uns immer auf Schweizerdeutsch. Das ist schon nochmal ein Switch. Rollenwechsel. Ja. Und wir sitzen jetzt gerade heute hier bei dir in deinem Haus auf einem Berg in der Schweiz. Und während wir dieses Gespräch aufzeichnen, werden wahrscheinlich gerade jetzt Bomben abgelassen, oder? Nicht mal so weit weg von uns. So, und das ist ja nicht erst seit gestern so. Es gibt jetzt auch Krieg schon länger in verschiedenen Ländern. Ukraine, Russland, jetzt auch Israel, Gazastreifen. Und ich habe gestern ja mit dir dieses Gespräch geführt, weil wir auch so ein bisschen uns anschauen, was passiert auf der ganzen Welt. Wir haben über Trump gesprochen. Wir haben über die eventuellen Nachfolger von Biden gesprochen. Und auch darüber, wie Biden, würde ich jetzt mal sagen, für die meisten Menschen auf jeden Fall kein Führer, kein guter Leader gewesen ist. Und ich habe dich die Frage gestellt, die möchte ich dir jetzt hier auch stellen, so hey, jetzt gerade an diesem Punkt, wo wir Führung, gute Führung mehr denn je brauchen, wer wäre diese Person, der du jetzt gerade als Patrick Reiser am meisten vertrauen würdest? Also wenn es jetzt wirklich eine Person geben würde, die verantwortlich gemacht werden würde, so da oben zu stehen, jetzt zum Beispiel in Amerika oder auch in China oder auch weltweit. So. Du hast ja auch ein Vision Board mit ganz vielen Menschen, die dich inspirieren. Welcher Person würdest du aktuell folgen?
und damit auch Vertrauen? Ja, das ist eine interessante Frage, die ich dir so gar nicht beantworten kann, aus folgendem Grund. Ich finde, es gibt sehr, sehr interessante Denker, gute Philosophen und Philosophinnen, die auch ganz wichtig sind, weil sie die Gesellschaft formen. Oder ich sage immer, wer sind denn diese Menschen, die eigentlich alles verändern, wenn du zurückschaust? Es sind nicht die Politiker, noch viel mehr als die Politiker sind es die Unternehmer, Unternehmerinnen, aber noch viel mehr als alle die sind es Philosophen und Philosophinnen, weil die erst ganz neue Gedanken denken, das heißt neue Denkhorizonte öffnen, die dann ganz viel verändern. Die zum Beispiel verändern, wie wir uns selbst als Menschen wahrnehmen, wie wir uns selbst sehen. Sind wir zum Beispiel nur ein Roboter aus Fleisch und Blut, ohne Geist, ohne Bewusstsein? Oder sind wir doch auch ein sehr komplexes, multidimensionales System aus Körper, Bewusstsein? Alleine wie du auf dich schaust, beeinflusst ja schon dein Verhalten und wie du die Welt siehst und wie du eingebettet bist. Darum vielleicht noch kurz, ich mache den Satz gleich zu. Ja. Darum diese sehr interessanten, guten Denker und Denkerinnen, Philosophen und Philosophen, die letztendlich wirklich die Gesellschaft verändern, die sind nicht automatisch auch gute Leaders. Ja, weil die müssen, muss nicht so sein. Nur weil ich jetzt sage, hey, zum Beispiel Ken Wilber oder Sam Harris haben wir gestern auch darüber gesprochen, das sind wirklich gute Philosophen, gute Neurowissenschaftler, die verstehen die Welt, die verstehen die Komplexität von Gesellschaft und von Welt, heißt nicht direkt, dass es auch gute Politiker wären, weil ganz ehrlich. Aber wer ist denn ein guter Politiker? Was braucht es denn, um einen guten Politiker zu sein? Genau, wer ist jetzt gerade für dich ein guter Politiker? Schwer zu sagen, weil das nicht mein Hauptgebiet ist, das ist nicht mein Fachgebiet. Ich bin da zu wenig drin. Ich habe einen bestimmten Plan, so links und rechts, und ich gucke mir die alle an. Aber also vertraust du aktuell niemandem, kann man das so sagen? Ja, die Frage ist ja, was brauchst du für Qualitäten, um ein guter Politiker und gute Politiker genau, zu sein? Genau, das wäre jetzt meine Frage. Das ist die Frage. Das ist die Frage. Und sicher gute Führung, ja, Umsetzungsstärke. Da gibt es aber auch viele verschiedene andere Dinge. Ja. Man muss Politik verstehen, Politikwissenschaft muss man verstehen. Man muss gut verhandeln können. Da gibt es ganz viele verschiedene Qualitäten, die dort in den Topf geworfen werden. Und darum sage ich einfach, nur weil jemand ein guter Philosoph oder ein guter Neurowissenschaftler ist, der viel versteht, heißt es nicht unbedingt, dass er ein guter Politiker ist. So abgeschlossen, schwer zu sagen. Vertraue ich der Politik? Das ist eine gute Frage, also, das war die Frage auch. Genau, also die Frage ist, vertraust du den Politikern? Und du hast gesagt, hey, Politiker sind gar nicht die, die die Welt verändert haben. Also irgendwo sagst du da schon mal, nein, ich vertraue den Politikern nicht. Sind nicht die, die die Welt verändern. Und Politiker, die Unternehmer, die setzen Dinge um. Machen ja schon mal was mehr. Und deswegen ist ja Trump zum Beispiel auch kein Politiker, sondern eigentlich ein Unternehmer, der es irgendwie geschafft hat, in diese Rolle zu kommen. Ja. Und dann haben wir aber auch Leute wie jetzt beispielsweise spirituelle Leaders, die ja auch sehr viel bewegen, aber die dann vielleicht auch wieder nicht politisch engagiert werden sollten, weil sie halt dann wieder zu weit weg von allem sind. Genau. Deswegen ist die Frage, wenn du jetzt die Frage nicht beantworten kannst, wer ist ein guter Politiker, ist die Frage, was wäre denn ein gutes System? Ja, sehr gute Frage. Ein gutes System ist, das kann ich dir schon eher beantworten. Na. Ich denke nicht, es gibt den einen Politiker, der Beste ist, sondern es ist ja letztendlich immer eine ganze Partei dahinter. Und auch hier müssen wir schauen, Amerika, Deutschland, Schweiz, das sind wieder unterschiedliche Politsysteme. Dubai, ja, Saudi-Arabien, ja. Und wenn wir Deutschland dann schauen, also Deutschland, ich glaube, jeder, der da ein bisschen wach drauf schaut, sieht nicht gerade so rosig aus als Deutschland. Wir haben gestern darüber gesprochen, 20% von guten Unternehmer, Unternehmerinnen, die hauen ab von Deutschland. Es wird sehr unangenehm. Deutschland fährt sich gerade selbst an die Wand mit der Klimapolitik. Es gibt verschiedene Strömungen dort, die ich als ungesund sehe. Aber gleichzeitig leben wir auch in sehr komplexen Zeiten und es ist nicht immer ganz, ganz einfach auch. Aber zurück zu deiner Frage. Ich glaube, es braucht gute Politiker, was auch immer das jetzt bedeuten mag. Ich sage jetzt Menschen, die Politikwissenschaft auch studiert haben, die was davon verstehen, die aber auch was von Wirtschaft verstehen, die auch schon, das finde ich in der Schweiz gut, ich habe mir sehr viele Politiker, die schon gearbeitet haben, die Unternehmen führen, die hier gleichzeitig, das finde ich auch das ein ist wichtiger wichtig, Punkt, oder, dass du eben auch in der Gesellschaft mit drin bist, ein Unternehmen leitest, weißt, was das bedeutet und nicht nur Berufspolitiker bist. Das finde ich sehr gut, wenn das so ein Mix ist, dass du Unternehmer, Unternehmerin bist und gleichzeitig in der Politik bist. Das finde ich sehr wichtig, weil da bist du auch nah am Geschehen mit dabei. Und gleichzeitig finde ich es eben auch wichtig, dass die Politiker mit
den aktuell einflussreichsten und besten, tiefsinnigsten Philosophen zusammenarbeiten. Das finde ich wichtig, dass wir da kluge, intelligente Köpfe haben, die nichts anderes tun, als den ganzen Tag zu denken über sich selbst, über die Welt, über wie Gesellschaften geformt werden und dass das alles miteinander zusammenkommt und die gut miteinander abgesprochen sind. Dass auch Wissenschaft, die dazukommt, ja, nicht nur Philosophen und Philosophinnen, andere wissenschaftliche, Soziologie, Philosophie, Psychologie, Neurowissenschaft, Physik, dass das alles miteinander zusammenkommt, dass wir mehr interdisziplinär denken. Es braucht ein interdisziplinäres Denken. Das heißt, wir nehmen verschiedene Wissenschaften und fügen das alles zusammen mit der Politwissenschaft. Und das, denke ich, wäre gut, wenn wir da ein bisschen mehr zusammenarbeiten würden. Also das heißt, dass wir dann auch eben jetzt nicht uns die Frage stellen, hey, wer sollte ein Land führen? Oder am Ende denn eben doch? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel eben an Philosophen denke, die dann den Politikern helfen, dann ist es ja auch immer wieder die Frage, auf welchem Stand muss der Politiker sein? Weil was ich jetzt zum Beispiel bei dir beobachte, wenn ich deinen Antworten zuhöre, ist, dass du sehr philosophisch antwortest und entsprechend sehr viel abwägst und dadurch natürlich auch immer so eine Art, also das haben wir ja vorhin auch besprochen, diese Überzeugung, eine Entscheidung jetzt auch zu treffen, die fehlt ja dann bei Philosophen. Das heißt, wenn du jetzt als Politiker gewählt werden würdest und dann den ganzen Tag sagen würdest, ja, aber so muss man es auch sehen und so muss man es auch sehen, dann würden wir ja keine Entscheidungen treffen. Das meine ich nicht, und damit auch keine Fehler machen. Und meine Frage ist so, wenn ich jetzt irgendeinen Mann da draußen hätte, so dem ich vertrauen könnte, ich habe es dir ja gesagt, ich finde zum Beispiel Sam Harris hat so diesen Mix aus, der sagt, was er denkt und er hat eine Überzeugung und trotzdem ist er aber eben auch abgewogen, so er wägt ab. Und er braucht jetzt auch kein Panel von Leuten, die ihn beraten und interdisziplinär ihn in irgendeiner Weise schulen, weil er eben selbst die Arbeit schon gemacht hat. Ja, aber das ist gefährlich, Bro. Aber er will kein Politiker sein. Oder weil er sich den Schuh nicht anbinden will. Das heißt, ihm fehlt dann am Ende des Tages die Bereitschaft, die Fehler auch zu tun und nicht nur darüber zu sprechen, wie andere sie tun. Und da kann man dann wieder sagen, er ist vielleicht dann auch nicht der richtige Politiker. Und dann, wenn man einen Trump sich anschaut, der sagt, hey, ich bin überzeugt von mir, so überzeugt von mir, dass alle am Ende des Tages auch mich wählen sogar und ich 4 Jahre Präsident bin und dann sagen andere wieder, ja, aber der hat einen an der Kelle, weil der ist so überzeugt, dass er Scheiße erzählt, dass er gar nicht wirklich real ist. Deswegen ist die Frage eben auch nochmal so, das System an sich so, können wir überhaupt in so einem System weiter überleben, wo Menschen, Millionen von Menschen einer Person folgen müssen oder in irgendeiner Weise eben auch so dieses Gefühl entsteht, mein Leben ist abhängig davon, was irgendwelche Menschen über mir entscheiden. So. Aber es ist ja keine Person. Wir leben ja in einer Demokratie. Es ist keine Person, die über alles entscheidet. Wir leben nicht irgendwo in Russland, ja, oder irgendwo in Saudi-Arabien oder wo auch immer. Aber wir werden ja geführt. Wo die Systeme ein bisschen autoritärer sind. Aber es ist nicht eine Person, sondern es ist eine Person mit ganz vielen anderen Personen. Es sind ja Netzwerke, so sehe ich das zumindest. Ja, das ist der Inbegriff von Demokratie. Und gleichzeitig, weil ich gesagt habe, es ist gefährlich betreffend Sam Harris, weil natürlich ist es wichtig, dass er auch seine Leute hat, die in anderen Bereichen Spezialisten sind, die ihn dann wieder beraten. Und natürlich braucht es dann jemand, der eine Entscheidung trifft. Genau, das ist wichtig. Und ich glaube nicht, dass die Philosophen diese Entscheidung treffen sollten, sondern die sollten nur beratend sein. Und die Aufgabe von Politiker und Politikerin ist es dann, eine Entscheidung zu treffen oder das umzusetzen. Natürlich, das ist schon klar, weil sonst passiert ja gar nichts. Ja? Ich denke, das Allerwichtigste ist, dass die Politik ganzheitlich, respektive integral auf Gesellschaft und auf das Leben schaut. Das ist wichtig. Was das jetzt heißt, ja, wird dann schnell abstrakt, aber dass die Politiker in der Lage sind, möglichst viel wahrnehmen zu können. Nicht nur eindimensional, sondern verstehen, was geht kulturell ab in den eigenen. Wir haben es bei Corona zum Beispiel gesehen. Da wurde einfach sehr viel materialistisch umgesetzt, weil man hat gesagt, okay, das ist das Virus, wir sperren uns weg, Masken auf, ja, und dann die Impfung, das ist die Lösung. Aber wir haben dabei vergessen, was ist denn mit den Inneren von den Menschen, wenn wir distanziert sind, wenn wir gestresst sind, das Immunsystem fährt runter, wenn die Kinder nicht mehr zur Schule gehen, was macht das mit den Kindern? Das heißt, wir haben das Äußerliche im Blickfeld gehabt, aber was in uns ist, unsere innere Landkarte, unser Gefühl, unsere psychologische Struktur, das wurde ein bisschen vernachlässigt. Ja, das hat man dann später gemerkt, oh scheiße, hätte man vielleicht auch noch schauen müssen, was macht denn das sozialpsychologisch aus. Das meine ich mit, dass wir ganzheitlich drauf schauen, dass die Politik versteht, dass es da verschiedene Blickpunkte gibt,
und darin müssen sie eigentlich auch geschult werden. Das finde ich sehr wichtig. Und jetzt nochmal zurück zu der letzten Frage, die du mir gestellt hast. Ich glaube, wir sehen ja überall die Systeme, die sind am Wanken. Wir driften immer mehr auf Chaos zu. Wir haben ja auch schon vor 4 Jahren darüber geredet. Da habe ich dir noch gesagt, Bro, ich gehe davon aus, dass es auch Krieg in Europa geben wird. Und ich habe dir das auch zum Teil begründet, warum ich das glaube, was meine Argumente sind. Und jetzt sehen wir ja, die Konflikte werden nicht weniger, sondern eher mehr. Und ich glaube, dass das in den nächsten Jahren nicht weniger wird, sondern noch mehr. Ich glaube, es wird noch mehr. Warum? Weil wir, das hat verschiedene Gründe. Das hat ganz viele verschiedene Gründe. Aber wir können das beobachten, dass diese Konflikte mehr werden. Und dass auch die Demokratien in Gefahr sind. Die Demokratie in Deutschland, ist in Gefahr. In Amerika ist die Demokratie in Gefahr. Und wir haben ja gestern darüber geredet, ist Demokratie überhaupt das Richtige? Gibt es überhaupt eine Demokratie? Ja, klar. Also schau, es ist ja ein Unterschied, ob du jetzt hier in der Schweiz lebst oder in Deutschland oder ob du zum Beispiel in Russland oder in Saudi-Arabien lebst. So, das ist schon ein großer Unterschied. Natürlich kann man immer wieder die Demokratie kritisieren und sagen, ja okay, da gibt es ja ganz viele Netzwerke und Unternehmen mit viel Geld, die korruptieren die Demokratie. Aber wir haben schon hier noch eine funktionierende Demokratie. Das ist einfach so. Und das ist auch wichtig. Was ist denn der Vorteil von Demokratie? Ja, der Vorteil ist eben, dass du nicht zensiert wirst. In Russland kannst du in China kannst du deine Meinung nicht sagen. Kannst du nicht sagen, weißt du was, der Putin ist ein Arschloch oder die chinesische Regierung, da bin ich überhaupt nicht dafür. Also mir ist auch weggesperrt, vergiftet, oder? Und das ist ja eine sehr große Gefahr, weil das läuft ja dann alles auf eine Ideologie hinaus. Mhm. Aber wenn mehrere Leute sagen, hey, Moment mal, Mischa, ich finde das nicht so gut, dann hast du die Möglichkeit, das zu nehmen und zu reflektieren. Und das ist letztendlich ein großer Vorteil von Demokratie, dass der Wettbewerb der Ideen da auch gewinnt. Genau. Gleichberechtigung, das ist schon ein gutes Modell. Bis wo? Bis wo. Und das ist ja der Punkt. Wir haben auch gestern über den Kapitalismus gesprochen. Ja? Das ist aktuell noch so das beste System. Aber wir sehen, dass der Kapitalismus eben auch seine Schattenseiten hat. Ja? Wie zum Beispiel, dass die Leute komplett gestresst sind, dass wir uns im Materialismus verlieren, dass wir den ganzen Planeten abbrennen, ja? die Ressourcen dieses Planeten zerstören, die alles in die Meere werfen, die Meere abgefuckt sind und so weiter und so fort. Das heißt, die Systeme werden ja auch permanent weiterentwickelt. Wir müssen nicht schauen auf die letzten 10 Jahre, sondern jetzt dehnen das mal aus. Auf die 100 Jahre, 200 Jahre, 300 Jahre, 1000 Jahre. Die Systeme ändern sich permanent. Kein System ist ewig. Da alles kommt und alles geht. Das heißt, wir sind in einem permanenten Wandel und es ist jetzt auch an der Zeit, dass sich etwas verändert. Wir merken, jeder Mensch merkt, da ist Veränderung. Und wir wissen noch nicht genau, wohin es führt, Bro. Das ist eine Unsicherheit, die wir alle spüren, wenn du mit dir verbunden bist und auch ein bisschen mitbekommst, was in der Gesellschaft passiert. Und jetzt gerade in dieser Zeit ist es sehr wichtig, mit dieser Unsicherheit umgehen zu können. Ist da auch ein schönes Wort, ein schönes Mantra von dir mal gewesen, ja, diese Unsicherheit zu lieben. Ambiguitätstoleranz. Genau, ja. Das ist sehr wichtig, weil wir leben in unsicheren Zeiten. Und wenn du aber dann nicht dich sicher fühlst, in dir verwurzelt fühlst, sondern dann wirst du früher oder später immer Stress haben, weil der Job ist nicht sicher, die Inflation, die Wirtschaft, die Kriege, der Klimawandel, die Systeme, alles ist im Wandel. Ja, und genau dort sehe ich eben so ein bisschen das Problem der Demokratie, dass nämlich ganz viele Menschen, die da jeden Tag abstimmen und können, die das zwar dürfen und das ist ja auch schön, aber dann eben gar nicht wirklich verwurzelt in sich sind und gar nicht bei sich sind und dann entsprechend auch so ein sehr, nicht wirklich so ein kongruentes Ergebnis entsteht. Also du wirst dann zwar geführt von einer also es ist dann gerecht, aber diese Gerechtigkeit führt dann nicht zu einer klaren Führung manchmal von einer Person, die entsprechend sagt so, hey, wir gehen jetzt diesen Weg. Und deswegen habe ich dich auch am Anfang gefragt, warum wir es uns so schwer tun, einem Mann oder einer Person, auch einer Frau, je nachdem, auch zu vertrauen und zu sagen, so, hey, ich vertraue dieser Person jetzt einfach, dass die uns leadet. Das heißt eben nicht, dass es nur diese Person gibt, die alles entscheidet, aber dass die entsprechend auch weiß, wie sie sich die Entscheidungen ja auch holt. Und wir ja auch als tribales Wesen oder einfach auch eine Person haben, der wir uns, sage ich jetzt mal so, anschließen können. Das ist eigentlich der Grund von einem Politiker, dass ich das Gefühl kriege, der weiß, was er tut. Und gleichzeitig gebe ich dann auch wieder einen Teil meiner Verantwortung ab. Und mich würde jetzt zum Beispiel auch interessieren, also glaubst du zum Beispiel, dass Trump nochmal gewählt werden könnte? Bevor ich dir die Frage beantworte, vielleicht nochmal kurz zum Vertrauen. Vertrauen ist etwas, was aufgebaut werden muss.
Oder wenn wir uns zusammen, wir lernen uns kennen. Es geht sehr lange, es aufzubauen und sehr schnell, es zu zerstören. Genau, wir lernen uns kennen, wir beide. Natürlich kann ich ein Grundurvertrauen haben in die Welt und in die Menschen, alles gut und recht. Aber wenn ich dir einfach blind vertraue, dann kann es auch sein, dass du mich in die Hölle schickst, weißt du, letztendlich. Das heißt, wir kommen zusammen und dann Vertrauen wird verdient. Also wir beide, wir vertrauen uns ja sehr, 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 sehr gut. Warum? Weil wir miteinander so viel Zeit verbracht haben und wir auch immer wieder, wir haben uns gegenseitig bewiesen, dass wir uns vertrauen können. Mhm. Ja? Immer wieder. Mhm. Aber wenn du jetzt die Politik anschaust, zum Beispiel in Deutschland, ja, warum fehlt denn das Vertrauen? Ja, weil Wahlversprechen gemacht werden, zum Beispiel von den Grünen, wir wollen keinen Krieg und wir werden keinen Krieg machen und dann gehen sie in den Krieg. Jetzt sage ich nicht, dass das gut oder schlecht ist, weil es ist eine sehr komplexe Geschichte mit der Ukraine. Das ist nicht so einfach. Man kann nicht, es ist nicht so einfach. Aber was ich damit meine ist, die Wähler sagen A und setzen dann aber B um. Das ist ja dann schon ein Vertrauensbruch und das muss erst wieder repariert werden. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Und so ist halt das Vertrauen in den letzten Jahren auch gebrochen worden. Auch durch Corona, weil es dort viele einseitig Berichte gegeben hat in den Medien und so weiter und so fort. Aber das Vertrauen ist ja auch das Vertrauen das in die Institution an sich. Genau, in die Medien, in den ganzen Komplex, Medienpolitik und so weiter, ja. Und betreffend Trump, ich denke, wahrscheinlich wird er gewählt. Ja? Wahrscheinlich wird er wieder gewählt, weil, du musst ja auch so sehen, der Konflikt jetzt in Gaza wieder und in Israel, der spielt Trump in die Hände. Mhm. Trump ist ein Populist. Und, genau. Und das Ding ist halt, oder Populismus ist sehr gefährlich. Ich habe gerade letztens wieder einen Bericht gelesen, den habe ich auch in meiner Instagram-Story geteilt von Yuval Noah Harari, dass der Populismus letztendlich dazu geführt hat, dass Israel jetzt unter anderem in dieser Situation ist. Weil du musst dir ja Folgendes vorstellen. Der Präsident, der Ministerpräsident von Israel, Netanyahu, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, der ist auch ein Populist. Und es gibt sehr viel Kritik gegenüber ihm. Und ein Populist ist eigentlich jemand, der ständig einfache Lösungen für komplexe Probleme versucht zu verkaufen. Und auch die Masse die Themen von der Masse nimmt und dann für sich nutzt. Das ist ein sehr guter Verkäufer, sehr guter Stratege. Ja. Und nur weil jemand ein guter Verkäufer ist, heißt das noch lange nicht, dass er ein guter Politiker ist. Aber zum Beispiel hat jetzt der Populismus eben dazu geführt, ist eine Annahme, dass die Hamas überhaupt in der Lage war, hereinzukommen in Israel. Du musst dir vorstellen, Israel hat den krassesten Geheimdienst überhaupt. Auf der ganzen Welt, die stärkste Armee. Dass da, da kann keine Katze über die Grenze laufen, ohne dass die das sehen. Aber wie ist es möglich, dass die Hamas über die Grenze gekommen sind, an ganz vielen verschiedenen Orten und dann das Massaker starten konnten und für 6 Stunden niemand aufgetaucht ist, keine Armee. Das ist ja sehr lange gegangen, bis überhaupt die Armee gekommen ist. Das heißt, hier könnte man jetzt verschiedene Theorien reinbringen, aber lass uns mal davon ausgehen, es ist Inkompetenz. Ja? Aufgrund von dem Populismus des Ministerpräsidenten von Israel, der hier einfach, könnte man sagen, einen schlechten Job gemacht hat. Das Militär schlecht strukturiert hat, Leute sind gegangen. Ich habe gehört, ein sehr guter Militärstratege ist dann auch, hat den rausgeworfen. Und der Populist macht ja das, dass er immer seine Leute reinholt, die dann für ihn auch sind, aber die vielleicht nicht wirklich die Kompetenz reinbringen, die gebraucht werden. John auch, aber eher, hey, du bist in meinem Team, mein Netzwerk, super, ja. Und dort habe ich jetzt auch gelesen, wiederum, nochmal, ich bin kein Nahost-Experte und dieser Konflikt ist extrem komplex, das ist nicht mein Fachgebiet, ja. Mein Fachgebiet ist Bewusstsein und Veränderung, Transformation, Heilung. Aber ich sehe halt einfach auch schon da drauf und da sehe ich, okay, dieser Populismus ist eben sehr gefährlich. Und des Weiteren wissen wir auch, dass Israel gerade dabei ist, durch die Justizreform die Demokratie aufzulösen. Da sind ganz viele Israelis sind auf die Straße und haben demonstriert gegen den Ministerpräsidenten, weil er so versucht hat, ein Gesetz durchzubringen, was die Demokratie auflöst, was letztendlich dem ganzen politischen System, dem Ministerpräsidenten, viel mehr Macht gibt. Da wurde ein Gesetz entworfen. Und das könnte dann das Ende der Demokratie werden. Und auch in Amerika, wenn der Populismus mit Trump wieder gewinnt, kann es auch dort können Sachen passieren. Ja, also es ist einfach eine komplexe Geschichte. Und naja, aber zu deiner Frage, ja, ich glaube, Trump wird wieder gewinnen. Das denke ich. Ich gehe davon aus. Aber
Vielleicht täusche ich mich auch, ja. Also welche Weltmacht, vielleicht um es noch abzuschließen, weil ich wollte eigentlich gar nicht nur in diese Details rein, ja, sondern ich wollte eher so mal so die Frage stellen, so wer macht eigentlich seinen Job gerade gut? Oder so gut, dass du sagen würdest, weil du willst, weil entweder, ich muss ja irgendwann zu der Entscheidung kommen, entweder ich mache selbst, also ich übernehme selbst Verantwortung für mein Leben sowieso, aber vielleicht auch irgendwann für meine Familie und irgendwann vielleicht auch für meine Stadt und irgendwann vielleicht auch für mein Land. Oder ich sage so, hey, ich möchte jemandem dieses Vertrauen schenken. Und wenn du jetzt sagst, du kennst diese Person nicht, der du dein Vertrauen schenken würdest, so, was würdest du denn sagen, welche Weltmacht macht es denn aktuell am besten? Also, es ist vielleicht schwer, diese Frage zu beantworten, aber wo würdest du denn sagen, da geht es gerade in die richtige Richtung zumindest? Ja, es ist, natürlich kannst du jetzt sehen, okay, Dubai, Saudi-Arabien, es sind Länder, die florieren, aber ich will ja nicht in diesem Autoritätensystem leben. Aber welches wenn, denn? Genau, also von all den Ländern, und wir müssen sehen, überall geht es gerade den Bach runter, könnte man sagen, aufgrund von der wirtschaftlichen Situation und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt nicht wirklich gerade so ein Lichtpunkt, den ich sehe. Aber ich finde, von all den anderen Ländern, das habe ich dir auch gesagt, macht es die Schweiz noch am besten. Aber es ist ja keine Weltmacht. Nein, es ist keine Weltmacht. Ja, wenn du sprichst von Weltmacht, dann sprechen wir von Amerika und von China. Ja, so, eben. Okay. Also Und da gibt es halt, schau, meine, darüber könnten wir 3-4 Stunden reden. Mhm. Weil Amerika hat ganz, ganz gute Punkte, aber auch sehr viel schlechte Dinge. Aber auch China hat teilweise gute Dinge, aber auch sehr viel schlechte Dinge. Das kannst du so gar nicht wirklich sagen. Das ist ganz schwierig. Ja, genau. Und weil wir uns nicht entscheiden können, haben wir natürlich dann auch diese Diskussion, oder? Und das ist eben das, was ich mich immer frage bei diesen ganzen relativistischen Gesprächen. Also man kann über dieses Thema, das habt ihr jetzt gerade gesehen, wir können jetzt noch 20 Stunden darüber diskutieren. Aber was ich dir sagen kann, ich lebe lieber im System von Amerika anstatt im System von China. Okay. Das kann ich dir sagen. Okay, das ist schon eine Aussage. Ja. Also das ist ganz klar. Ja. Aber wenn du jetzt fragst, was ist besser, da gibt es verschiedene Sachen rausnehmen. Aber ganz klar, ja, Amerika, das System von Amerika, dort lebe ich viel lieber, anstatt in China. Ja, und eben das finde ich, also der Grund, warum ich überhaupt gestern mit dir über dieses Thema gesprochen habe, ist, weil ich ja, ich äußere mich normalerweise nie zu diesen Themen, weil ich eben auch, wie du sagst, wer bin ich? Ich kann über diese Themen gar nicht sprechen. Aber ich habe von Ray Dalio diesen Post gesehen und den habe ich auch repostet, in dem er gesagt hat, so, hey, wenn jetzt, stellt euch mal vor, China und Amerika würden zusammen für den Frieden einstehen. Weil sie sind ja die 2 größten Weltmächte. Mhm. Das ist so, wie deine Mutter und dein Vater plötzlich sagen würden, hey, komm, Sohn, wir machen zusammen jetzt wieder Frieden. So, weißt du, das ist ja das schönste Gefühl, wenn die 2 größten Leaders oder die 2 größten Nationen sagen würden, wir kommen zusammen. Und ich habe mir dann das so vorgestellt und gedacht, so, das macht wirklich Sinn. Also wenn China und Amerika beide synergieren würden, das wäre für mich der größte Hebel für den Weltfrieden jetzt. Das klingt jetzt vielleicht krass, aber stell dir mal vor, die beiden würden mit all ihren Connections, all ihren Hebeln, die sie auch haben, ihre wirtschaftlichen Einflüsse, würden einfach sagen, so, wir wollen, dass das jetzt aufhört, weil wir sind kurz davor, in einen neuen Krieg zu kommen. Oder Ray Dalio hat ja diesen kompletten Krieg vorprognostiziert. Jetzt kommen wir in diese Phase. Und er sagt halt so, hey, wenn diese 2 Nationen zusammenkommen, dann würde es klappen. Und dann war mein erster Gedanke, und das war so für mich so völlig neu, ja, wenn jetzt Trump, Amerika und China, die waren ja eigentlich in der Zeit besser als jetzt. So. Und dann war für mich so, warum glaube ich, dass Trump das machen könnte mit China? So, also weil er irgendwie diese Connection mit den Typen hat, mit diesem chinesischen Präsidenten, und die ja auch zusammen eher noch so miteinander gearbeitet haben in dieser Zeit. Also was ist diese Qualität? Weil er lügt ja auch oft und er überschätzt sich so oft, aber warum ist es trotzdem so, dass die 2 Weltmächte besser zusammen klargekommen sind als jetzt? So. Das würde ich nicht unbedingt sagen, weil als Trump Präsident war, kamen ja die ganzen Sanktionen auch gegen China. Also wirtschaftlich wurde auch ein wirtschaftlicher Krieg ausgebrochen durch Trump. Aber was ich glaube, ist, dass Trump, durch das er sehr autoritär ist und auf einer ganz bestimmten Entwicklungsstufe ist. Ja, wir haben auch schon darüber gesprochen, es ist wissenschaftlich auch sehr gut dokumentiert, von verschiedenen Entwicklungstheoretikern und Theoretikerinnen, verschiedene Entwicklungsstufen, durch die wir gehen. Jeder Mensch hat seinen Schwerpunkt auf einer anderen Ebene, auf einer anderen Stufe. Dann sagen wir, es gibt 8 Stufen, du hast den Schwerpunkt auf 5, er auf 6, er auf 3 und so weiter und so fort. Ja. Mhm. Und was ich beobachten kann, ist, dass Trump zum Beispiel mit Putin oder mit dem Präsidenten von China da näher zusammenwirkt, von der Bewusstseinsebene.
Und darum versteht er sich besser. Ja, das ist wie zwei Mafiosis, die zusammenkommen. Ja, ja, ja. Die verstehen sich auch ganz gut. Ja, das sind so, die Schlitzohren verstehen sich gut untereinander, und dann so die ruhigen vielleicht. Ja. Und das spielt dem Trump in die Hände. Das hat man auch ganz klar gesehen, als er sich auch mit Saudi-Arabien da ganz gut verstanden hat. Das sind alles autoritäre Führer, die er auch, er ist auch ein autoritärer Führer, der Trump, ja. Und hat halt auch sehr viel Rot, also auf einer Bewusstseinsebene sehr stark auf einer bestimmten Bewusstseinsebene, und all die anderen Führer, die wir jetzt gerade genannt haben, sind auch dort, und dann verstehen die sich auch gut. Der kann auch einfach gut mit denen, ja. Was er nicht so gut konnte, habe ich jetzt gehört, war zum Beispiel mit Angela Merkel, ja. Mit dieser Frau konnte er nicht so gut. Ja, weil auch hier unterschiedliche Weltsichten aufeinander kommen. Unterschiedliche Bewusstseinsebenen kommen dort aufeinander zu. Und dann spielen vielleicht noch andere Rollen, andere Dinge eine Rolle. Ja, sie ist eine Frau, und vielleicht Trump, ja, kann ein bisschen mit Männern. Da gibt es ja ganz viele verschiedene psychologische Aspekte, die da mit reinher spielen. Aber ich denke, das ist die Antwort, die ich dir geben würde auf deine Frage. Um jetzt vielleicht das Thema ein bisschen mehr auf Bewusstsein und Freude und Frieden zu switchen, wie würdest du denn jetzt Stand jetzt sagen, kommen wir aus der Nummer, also was wäre jetzt diese eine Hebel, wie Ray Dalio jetzt gesagt hat, so China und Amerika kommen zusammen und stehen jetzt zum ersten Mal für den Frieden ein. So. Im Sinne von, wenn ich jetzt einen Zauberstab in der Hand hätte, würde ich sagen, ich glaube, das würde ich mal probieren. So, was würdest du sagen jetzt aus deiner Perspektive, vielleicht auch jetzt eher für die Leute, die jetzt zuhören, als Individuum, wie kommen wir aus unserer Selbstverantwortung hier wieder raus? Also was hat dieser ganze Krieg mit uns zu tun? Ja, ich liebe deine Fragen, aber der Punkt ist, es gibt auf deine Fragen eben keine einfache Antwort, weil sie komplexe sind, oder? Ja. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir als Menschen lernen, das ist auch etwas, was wichtig ist, um diese Kriegskonflikte zu lösen, ist, dass wir lernen, komplex zu denken, multidimensional und komplex zu denken, weil weil das ist eine wichtige Kapazität oder Ressource von uns Menschen. Wir sehen die Dinge zu einfach, schwarz-weiß, links oder rechts, ja, rein in den Krieg oder nein, und es ist eben nicht so einfach. Oder weil, ich bin auch gegen Krieg, ja, aber das Problem ist zum Beispiel, nur einfach als Beispiel, angenommen, Wir leben hier in diesem Dorf, und jetzt sind wir da in diesem Haus, und hier gibt es jetzt eine Familie, die ganze Zeit andere Menschen hier vergewaltigen. Okay? Einfach in diesem Dorf, stell dir vor. Jetzt, wenn du einfach zuguckst und sagst, ich bin neutral, dann unterstützt du die Gewalt. Du unterstützt das Vergewaltigsein, das Vergewaltigtwerden. Du unterstützt das Böse, könnte man so sagen. Das heißt, wenn du sagst, oh, ich mache gar nichts, dann bist du Teil des Problems. Wenn du sagst, ich bin eigentlich gar gegen Gewalt und gegen Krieg, aber irgendwie verstehen diese Leute, die hier vergewaltigen, nur die Sprache der Gewalt vielleicht, ja, dann musst du bis zu einem gewissen Punkt gewalttätig werden, damit du die Vergewaltigung stoppen kannst. Oder? Und das ist ja das Dilemma, in dem wir sind. Das ist eben nicht ganz so einfach. Genau. Das ist nicht ganz schwarz und weiß. Aber jetzt, wenn ich einen Zauberstab hätte, was ich dann machen würde, ist, ich würde die Menschen von ihrer Entwicklung her auf höhere Entwicklungsstufen anheben. Also dass sie, ich erkläre dir gleich warum. Weil so wird's, oder wie. So wird es abstrakt, genau. Ich glaube, das Wie ist interessant. Weil der Punkt ist, jeder Konflikt beginnt ja bei dir selbst. Ja? Und geht dann auf die Familie vielleicht, auf die Freunde, Unternehmen und so weiter und so fort. Weil der Konflikt, der Krieg, der ist nicht irgendwo da draußen, sondern der Krieg ist in uns, mit unseren eigenen inneren Konflikten, die wir nicht lösen können, die wir nicht halten können, die wir dann nach außen tragen. Das heißt, hier braucht es sehr viel innere Arbeit, um unsere eigenen inneren Konflikte aufzulösen und um auch unser Bewusstsein zu entfalten, um unsere Präsenz und unsere Wahrnehmung zu erweitern, sodass wir auf eine bestimmte Bewusstseinsebene uns entwickeln, die wir auch die integrale Bewusstseinsebene nennen oder die gelbe Bewusstseinsebene. Das könnte jetzt sein von Scott, weil Leute vielleicht jetzt nicht wissen, von was wir sprechen. Sie sagen mir, es gibt diese 8 Klassen. Und wir haben in der Forschung gesehen, dass bis zu der 6. Klasse
die Klassen untereinander sich bekämpfen. Das heißt, die sechste Klasse kann nicht mit der fünften und die fünften nicht mit der dritten und die dritte findet die sechste scheiße, ja? Und die können irgendwie nicht miteinander. Es ist ganz schwierig, dass die Leute in der sechsten Klasse mit den Leuten in der vierten Klasse umgehen können. Einfach aufgrund des Entwicklungsstandes. Das ist einfach schwer. Weil mit manchen Leuten kannst du vielleicht, mit manchen Menschen nicht. Mhm. Und manche Menschen findest du cool und die anderen nicht. Und da gibt es Konflikte. Und wenn wir uns in die siebte Klasse bewegen, dort beginnt etwas ganz Spezielles, weil auf einmal kannst du mit allen Klassen umgehen. Weil du hast ja auch alle Klassen noch in dir. Das heißt, wenn du in der siebten Klasse bist oder auf der siebten Bewusstseinsebene, da hast du die sechste, die fünfte, die vierte, die dritte, die zweite, die erste inkludiert. Du hast sie integriert in dir. Und auf einmal verstehst du, wenn dein Bewusstsein sich weiterentwickelt, dass alle verschiedenen Ebenen ganz wichtig sind und du wirst auch mit all den anderen Klassen umgehen können. Und das braucht es, damit wirklich auch Frieden entstehen kann in der Welt. Weil dann kann ich dich so lassen, wie du bist, und ich kann dich akzeptieren und verstehen. Und gleichzeitig kann ich aber natürlich auch meine Grenzen kommunizieren. Aber weil die andere Person auch auf einer bestimmten Ebene ist, akzeptiert sie auch meine Grenze. Und dann ist ein Miteinanderleben in Frieden ist viel wahrscheinlicher. Und da wir aber momentan auf all diesen verschiedenen Bewusstseinsebenen sind, also der Schwerpunkt von Menschen, und die miteinander nicht können, diese Ebenen, gibt es diese tektonischen, es ist wie eine tektonische Platte, die einander reiben. Und das ist einer der Gründe, warum wir aktuell so viele Konflikte haben auch. Weil wir natürlich auf engstem Raum leben mit diesen unterschiedlichen Bewusstseinsebenen, die miteinander nicht können. Aber auf einer Ebene kannst du auf einmal mit allen und dann macht es auf einmal Sinn. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir uns auf diese Ebene entwickeln. Und wenn du mich fragst, was würde ich tun und ich hätte einen Zauberstab, dann würde ich zaubern können, dass wir uns auf diese Ebene alle entwickeln, weil ich glaube, dann wäre das Leben um einiges angenehmer, um einiges entspannter. Mhm. Ja, das kannst du auch schon merken, wenn du in Koh Phangan bist, ist ja ein anderer Vibe, als wenn du zum Beispiel jetzt sagen wir irgendwo im Iran bist. Ja, das ist einfach anders. Also die Chance ist, dass in Koh Phangan die Konflikte anders gelöst werden, als zum Beispiel jetzt im Iran bei diesen Hardcore Fundamentalisten, Islamisten. Ich spreche nicht vom Islam, von den normalen Menschen, die zum Islam sich dazugehören fühlen, sondern ich spreche vom Extremismus, vom Fundamentalismus. So ist natürlich, da gehen die Leute anders um mit Konflikten. Ja? Und darum, denke ich, ist es wichtig, dass wir uns auch weiterentwickeln. Aber das ist halt nicht der Zauberstab. Magie wäre geil, ja, wenn es so wäre. Aber es ist ja nicht so. Und weil es ja nicht auch so ist, ja, ist es ja fundamental auch so, wie es ist. Und es ist letztendlich halt so, wie es ist. So ist es, ja. Aber eben, aber das ist schon wieder, da fällt jetzt schon wieder eine Entscheidung und auch wieder das Wie. Weil, oder also ich mache jetzt ein Beispiel. Ich hab diese Frage mir selbst schon oft gestellt und philosophiert. Und eben, ich versuche halt schon mir so vorzustellen, was könnte denn funktionieren. Und das sind dann natürlich Ideen, wo andere sich an den Kopf fassen würden und sagen würden, ja, aber... Aber ich habe wenigstens eine Idee, oder? Ja. So fängt ja alles an. Und zum Beispiel eine Idee, die ich mal so hatte, wenn ich jetzt eine Welt, wenn es die Welt sozusagen zusammen entscheiden würde, dass jede Person, die 18 Jahre alt wird, die freie Wahl hat, nach Brasilien zu den Yawanawas zu fliegen und an Ayahuasca-Zeremonie teilzunehmen. Im 18. Lebensjahr kriegst du die Chance, wenn du willst, das einmal zu tun. Es ist natürlich unmöglich, das umzusetzen für die ganze Welt, aber so im Sinne von, dass jeder mal so dieses Bewusstsein einmal spürt. Und was ich zum Beispiel auch merke, wenn ich jetzt an diesen Krieg denke und allgemein das, was du vorhin gesagt hast mit diesen inneren Konflikten, dann komme ich immer wieder zum Thema Vergebung irgendwie zurück. Also irgendwie, und das kann ich auch sagen, dass es bei mir auf jeden Fall sehr oft das ausgelöst hat bei diesen psychedelischen Substanzen, dass ich immer wieder Leuten vergeben konnte und damit eben auch mir selbst, weil es sind ja alles Teile in mir, denen ich vergebe. Also das heißt, dieses Vergebungsthema, ich glaube, das ist ein sehr, sehr krasses Thema, so, dass wir vergeben können. So. Und was ich zum Beispiel auch so für eine Idee hatte, jetzt mit AI, ist, dass man irgendwie eine künstliche Intelligenz darauf hin programmiert, dass es wirklich noch viel bessere Partnerwahl-Apps gibt. Also ich glaube, dass wenn Menschen sich früher kompatibel treffen und noch bessere Beziehungen führen, weniger Scheidungen entstehen, weniger Trauma durch Familientrennung entstehen, bessere Co-Kreationen entstehen, dass das dann auch wieder helfen würde, die Menschheit nach vorne zu bringen. Aber eben, das sind natürlich jetzt so Ansätze, die jetzt auch, also ich könnte jetzt 20 Mio raisen für so eine App. Ich könnte jetzt anfangen, irgendwie
in irgendeinem Land zu sagen, so, hey, warum bieten wir das nicht für alle an? So in Brasilien beispielsweise. Und deswegen ist so meine Frage, denkst du auch über solche Sachen nach? Also so über diese Wie? Klar. Vielleicht auch in Bezug auf deine Arbeit, oder? Mhm. Weil du hast ja schon auch das Verlangen, dass das Bewusstsein steigt, wie du sagst. Und das machst du ja durch Coachings und durch Videos und durch Podcasts. Aber eben jetzt so auf der großen Skala, also wenn man dir jetzt sozusagen unlimitierte Ressourcen zur Verfügung stellen würde, ja. Hättest du da so einen Hebel oder einen Ansatz, wo du sagen würdest, das würde ich jetzt tun? Ja, ja. Ja, mache ich mir auch Gedanken dazu. Vielleicht noch kurz zu dem, was du gesagt hast. Würde ich dir zustimmen, das ist sicher eine gute Idee, ja? Ja. Aber dann haben wir wieder folgende Herausforderung auch. Diese veränderte Bewusstseinszustände, die man unter anderem initiieren kann durch psychedelische Substanzen wie Ayahuasca. Ja. Das gibt dir einen Einblick in subtilere und auch kausalere veränderte Bewusstseinszustände, aber es wird dich von der Entwicklungsstufe nicht nach oben schießen. Es kann deine Entwicklung unterstützen, wenn du auch noch weiter die Hausaufgaben machst und das integrierst und eine Praxis für dich hast, eine Entwicklung, mhm. eine Praxis, die deine Entwicklung stärkt. Aber nur weil du jetzt einmal Ayahuasca machst oder mehrmals, bedeutet das nicht, dass die Entwicklung auch angehoben wird. Da gibt es wissenschaftliche Studien mittlerweile, ja. sehr, sehr gute Studien. Und was zum Beispiel auch der Fall ist, dass wenn du jetzt auf der Klasse 4 bist, also auf der Bewusstseinsebene 4, und das ist dein Schwerpunkt, wir müssen ja zuerst verstehen, auf jeder Ebene, auf der du deinen Schwerpunkt hast, siehst du die Welt anders. Du hast eine andere Brille und du beantwortest dir auch die Frage, wer bin ich, was ist für mich wichtig, was ist für mich wertvoll, was sind überhaupt meine Werte, die beantwortest du dir auf unterschiedlichsten Ebenen anders. Mhm. Das ist wirklich eine Entwicklung statt. Je höher du dich entwickelst, je freier wirst du auch, mhm. weil deine psychologische Struktur flexibler wird. Das heißt, du wirst auch mehr Lösungen für die Probleme zur Verfügung haben. Da verändert sich sehr viel in dir. Wenn aber jetzt jemand auf der Ebene 4 ist und er macht so ein Ayahuasca-Retreat, dann wird er seine Erfahrung interpretieren auf der Ebene, mhm. auf die er ist. Das heißt, jemand, der auf Rot ist und eine krasse Erfahrung macht, sagt dann, oh, okay, jetzt bin ich von Gott auserwählt und jetzt habe ich noch mehr Power und dann wird vielleicht noch mehr Kriege beginnen. Ja, das heißt, wir können, was ich nur damit sagen möchte, ist, dass wir das eine nicht mit dem anderen unbedingt verbinden können oder das korreliert nicht unbedingt. Das ist, denke ich, noch wichtig. Aber natürlich hast du recht, Menschen können dadurch Einsichten haben, zum Beispiel erkennen, oh shit, da habe ich noch einen Konflikt, den kann ich lösen, indem ich mir selbst vergebe, andere Menschen vergebe. Und dadurch, es kann natürlich schon was machen, das ist ganz klar. Aber es ist nicht nur das. Mhm. So, was würde ich machen? Also ich würde anfangen in der Bildung tatsächlich, Bro. Mhm. Und zwar in allen Ländern dieser Welt würde ich schon im Kindergarten damit beginnen, mehr mit sich selbst in Verbindung zu kommen. Das heißt, wenn ich sage, mehr mit mir in Verbindung, also die meisten Menschen, die sind ja irgendwo, aber vielleicht nicht da. Also sie spazieren auf der Straße und sie planen die Zukunft oder bereuen die Vergangenheit. Das heißt, sie sind irgendwo in ihrem Verstand, in ihrem Geist, aber sie sind nicht wirklich mit dem Körper, mit den Gefühlen, die jetzt gerade zum Beispiel in mir emotional präsent sind, verbunden. Dadurch können sie die Gefühle nicht verstehen, nicht deuten. Sie können die Botschaft der Gefühle nicht für sich erkennen. Und sie sind nicht wirklich mit ihrem authentischen Kern verbunden. Und das führt zu ganz vielen verschiedenen Herausforderungen. Ja? Wenn du nicht mit dir verbunden bist, dann läufst du viel schneller die Gefahr, dass du im Burnout rennst, dass du gestresst bist, dass du unzufrieden bist, dass du auch gar nicht weißt, wer du bist, wohin du willst. Was ist überhaupt dein innerer Antrieb, deine Motivation? Was ist dein Purpose? Ja, Thema von dir auch. So, was geht überhaupt? Weil wir dann mehr mit unserem Geist verbunden sind. Und dann kommt zusätzlich noch dazu, dass wir Technologien haben am Start mit dem iPhone, mit Instagram, mit den sozialen Plattformen, mit dem Newsfeed, die davon leben, unsere Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Das heißt, wir leben in einer Aufmerksamkeitsökonomie. Das heißt, wir werden ständig von uns weggebracht, permanent. Der durchschnittliche Mensch schaut, glaube ich, ich habe mal eine Studie gelesen, 40 bis 60 Mal am Tag auf das Mobile Phone, ohne eine bewusste Absicht zu setzen. Mhm. Also ohne, dass ich überhaupt weiß, warum gucke ich drauf, sondern es ist automatisiert. Ja? Einfach so, wow. Ich guck kurz schnell drauf, ich bin am Bus, in der Bushaltestation, und ich warte jetzt und ich will gar nicht warten, weil das ist ganz unangenehm, wenn ich einfach gar nichts mache, also nehme ich mein Mobile-Phone heraus. Ja, das passiert ja ganz oft. Das heißt, hier würde ich in der Schule schon mal lernen,
eine bestimmte Achtsamkeit und eine Präsenz aufzubauen, sodass ich mit mir selbst verbunden bin. Und was ich dann tatsächlich machen würde, ist, ich würde das, was ich mit meinen Kunden und Kundinnen anschaue, was ich lerne in 12 Wochen, das ist Human Elevation Mentoring mit 10 Modulen, das würde ich in den Schulen lernen. Weil da drin ist alles, was du wissen musst, damit du dich viel besser verstehst. Wie funktionierst du? Ab welcher Klasse? Ab wann versteht man deinen Content? Ja. Ich würde tatsächlich schon anfangen ab der 3. bis 6. Klasse, aber langsam mit langsamem Content und dann in immer komplexer auch gestalten. Aber ich würde es als festes Schulfach hineinnehmen und ich würde das Schulfach als eine Art Philosophie, es müsste Schulfachphilosophie, wo alles zusammenkommt, wo du eben auch lernst, komplex zu denken, dich zu verstehen. Warum bin ich so, wie ich bin? Warum sind andere Menschen so, wie sie sind? Dass ich verstehe, was bewegt mich innerlich? Warum bin ich unzufrieden? Wie kann ich Lebensfreude fühlen? Und dass ich anfange, meinen Wahrnehmungshorizont zu erweitern und dass ich mehr Dinge sehen kann, weil mir mehr Dinge auffallen. Zum Beispiel kann ich hier sitzen und mir fällt auf, okay, es ist ein bisschen kühl, ich habe hier Gänsehaut, ich kann den Atem wahrnehmen, ich kann die Unterlage spüren, auf der ich sitze, den Boden, der mich trägt, da ist die Schwerkraft, die mich mit der Welt verbindet. Das heißt, ich werde von der Welt auch gewollt. Ich spüre, da ist ein Wollen von der Erde, die Erde und mein Körper verbindet durch die Schwerkraft. Ich höre ein leichtes Geräusch draußen, ich höre die Stimme, die spricht, ich sehe dich, ich sehe das Licht. Also ich kann das alles wahrnehmen, ich kann meine Gedanken wahrnehmen, die Gefühle, ich sehe, was ist gerade emotional in mir präsent. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, dass ich mehr mitkriege, was in mir passiert. Aber ich merke, der Mischa sagt etwas und ich merke, oh, da ziehe ich zusammen. Da spüre ich, da ist eine Unsicherheit in mir vielleicht oder ich spüre, da ist irgendwie eine Wut oder was ist das in mir, dass ich das anfange besser zu verstehen, was das mit mir macht. Weil sonst bin ich ja gesteuert. Ich werde gesteuert von meinen Verhaltensmuster aus der Vergangenheit und wenn ich gesteuert werde aus dem Verhaltensmuster, die ich mir angeeignet habe im Laufe meiner Entwicklung, meine Kindergarten, Schule, dann wiederholt sich die Vergangenheit in der Gegenwart und nichts Neues kann passieren. Das heißt, dort würde ich viel reinbringen. Mhm. Ja. Und was dann auch passiert, ist, dass wir eben ein integraleres Bild haben, also ein ganzheitlicheres Bild auf den Menschen und auf die Welt. Und das alleine ermöglicht dann auch, mit den inneren Konflikten umzugehen, und fördert die Entwicklung von allen Menschen. Und das, glaube ich, würde langfristig dafür sorgen, dass wir viel schneller als Menschheit auf höheren Bewusstseinsebenen sind, weil das ist das, was mein Coaching macht. Es entwickelt dich auf höhere Bewusstseinsebenen. Und dadurch verändert sich alles. Verändert sich, wie du die Welt wahrnimmst. Alles verändert sich. Mehr Frieden, viel mehr Frieden. Viel mehr Frieden kommt in dein Leben und dadurch auch in deine Familie, dadurch in die Arbeit, in der du bist, in die Stadt, in der du lebst, in der Gesellschaft, im Land. Ja. Und dort würde ich ansetzen tatsächlich. Ja, ja, es ist ein spannender Gedanke, den ich auch für mich natürlich, weil ich ja auch in dem Thema Bildung drin bin, immer wieder als den wichtigsten sehe. Aber wo ich mich immer noch so schwer tue, ist immer so in der Frage, auch jetzt, wenn ich zum Beispiel denke, wie viele Leute hören sich das jetzt an und denken so, boah, Leute, über was macht ihr euch bitte Gedanken? Weil ich habe mal mit Sven Gabojanski einen Podcast gemacht, Zukunftsforscher. Ja. Und er hat mir zum Beispiel gesagt, dass es wissenschaftlich ganz klar auch gezeigt wurde, dass nur 5% der Menschheit sich wirklich über Bewusstsein Gedanken macht und bewusster werden will. Und dass 95% der Menschen da gar nicht Das hat doch mit der Entwicklung zu tun, Bro. Also das ist ganz klar, das hat mit der Entwicklung zu tun. Da könnten wir jetzt 2 Stunden darüber sprechen, weil, schau, ein Mensch muss ja erstmal so ausgereift und entwickelt sein. Aber du bist jetzt schon wieder im Idealismus. Nee, aber ganz kurz. Aber wenn es nicht so ist. Ich erkläre dir gleich. Ja. Aber Mensch muss sich ja, und darum sage ich ja, Entwicklung ist wichtig. Darum sage ich, du kannst es forcieren. Ja, man kann es forcieren. Klar, darum sage ich ja in der Schule, das entwickeln, weil wenn wir, die wenigsten Menschen können ja wahrnehmen, dass es in ihnen etwas gibt, was sich jetzt zum Beispiel gerade darüber bewusst ist, was ich erlebe. Das heißt, ich kann sagen, ich kann jetzt hier mit dir sitzen und ich kann sagen, okay, da gibt es etwas in mir, was sich jetzt gerade darüber bewusst ist,
was ich denke. Was aber selbst kein Gedanke ist, sondern es ist etwas Tieferes, eine tiefere Dimension in dir. Was ist denn dieses Ich bin bewusst? Was ist dieses Bewusstsein? Was für eine Qualität hat das? Und da musst du ja schon einen bestimmten Entwicklungsgrad haben, um überhaupt diesen Teil von dir, diese Dimension von dir überhaupt zu erkennen. Das ist ja unter anderem das, was wir machen. Aber auch in es gibt ja Menschen, die 20 Jahre meditieren und nicht an diesen Punkt kommen. Und das sind ja die Leute, die dann immer wieder sich fragen, so wann passiert das endlich bei mir, dass ich endlich an diesen Punkt komme. Also ich kenne so viele Menschen, die jahrelang meditieren und frustriert sind und sagen so, ich komme nicht an diesen Punkt. Also selbst mit dem ganzen Training. Also ich glaube, dass du hier sitzt und du erkennen kannst, dass du dir jetzt gerade darüber bewusst bist, was du fühlst. Und dass das eine andere Dimension ist als ein Gedanke oder ein Gefühl, dass es da etwas gibt, was die ganze Zeit zuschaut, was sich selbst bewusst ist, dorthin kommst du relativ schnell. Wenn wir nachher davon sprechen, richtig tief in dieses Gewahrsein, in dieses Bewusstsein einzutauchen und dann die Erfahrung zu machen, dass es letztendlich zwischen mir, dem Betrachter und dir, dem Betrachteten, vielleicht letztendlich gar kein Unterschied gibt, sondern das Betrachter und Betrachtet, das Betrachtete eins ist, das ist ja nochmal ein ganz anderes Level, von dem rede ich jetzt gar nicht. Aber ich spreche davon, jeder Mensch kann relativ sehr schnell verstehen, oder wenn ich dich frage, schau, bist du bewusst? Würden sehr viele Menschen schon erkennen, ja klar, ich bin bewusst. Und wenn ich dann, gib mir 1-2 Stunden, und wenn ich dann schauen würde, okay, ja, dieses ich bin bewusst, was ist denn das für eine Qualität von dir? Da kann man sehr schnell einen Glimp davon, kann man sehr schnell das berühren. Oberflächlich, sehr schnell, sehr, sehr schnell. Wenn man sich darauf einlässt, wenn man natürlich interessiert ist daran, klar, logisch. Wenn du sagst, für mich wäre das ein mega geiles Experiment. Also ich würde das feiern, wenn du das mal testen würdest. Weil ich war jetzt gerade gestern bei den Kindergärtlerinnen, also meine Mutter ist ja Kindergärtnerin, ich war bei diesen Kids und ich habe so gemerkt, so in dem Alter, die sind noch so unberührt und die sind noch so, also die sind eigentlich da. Die sind da. Mehr als wir. So. Und dann passiert aber in der Schule irgendwann dieser Split wahrscheinlich, wo es anfängt, immer weniger da zu sein und immer mehr. Und ich frage mich eben auch, wie natürlich diese Entwicklung einfach sein muss und wie natürlich es dann eben auch ist, dass es bei gewissen Leuten einfach stehen bleibt und eben nicht mehr weitergeht, egal wie viel du versuchst, sie zu penetrieren mit irgendwelchen Ideen, oder? Weil eben so diese ganzen Bücher, die du hier hast, also du bist ja noch viel interessiert als ich an diesem Thema Bewusstsein. Ich bin eher so, dass ich sage, für mich hat es aufgehört durch Bücher vor ein paar Jahren. Also ich lese immer noch ab und zu, aber für mich ist so Erfahrungen, was mein Bewusstsein jetzt erhöht. Klar. Und letztendlich kannst du Bewusstsein nur erfahren. Du kannst ganz viel darüber studieren und lesen und das ist auch wichtig. Und deswegen ist auch meine Idee mit diesem Ayahuasca oder mit einem Vipassana, weil dort musst du ja dich dann sozusagen wie hingeben. Also, im Sinne von, wenn du einer Person, die 18 ist, die Entscheidung gibst, willst du reingucken oder nicht, dann gibst du ja in dem Moment auch diese Möglichkeit, Ja zu Bewusstsein oder Nein zu Bewusstsein zu sagen. Und wenn ich jetzt gucke, wie viele Menschen aktuell vegan sind, obwohl wir das Bewusstsein hätten. Ich habe mit Niklas Steffert einen Podcast gemacht und er hat gesagt, er aktiv entscheidet er sich gegen das Bewusstsein. Und ich kenne viele Menschen, die sich aktiv gegen das Bewusstsein entscheiden. Aber was meinst du denn gegen das Bewusstsein entscheiden? Du kannst dich ja gar nicht gegen das, was meinst du denn damit? Also definier mir das mal. Also du kannst, weil du kannst dich ja nicht gegen das Bewusstsein entscheiden, weil da ist ja immer Bewusstsein. Nein. Was meinst du denn damit? Also ich kann mich auch nicht gegen meinen Körper entscheiden. Ich kann schon, aber ich kann mich gegen meinen Körper entscheiden. Das machen ja viele Leute jeden Tag. Das kann ich schon. Aber also jeden Tag, wo du rauchst. Was meinst du denn gegen Bewusstsein entscheiden? Also eben, Leute, die jeden Tag rauchen, entscheiden sich gegen das Bewusstsein. Leute, die jeden Tag sich Fastfood reinfressen du meinst, sie wissen, dass ihnen das. Genau. Okay, aber dann sage ich dir etwas. Und ich glaube, das ist Veganer auch. Das ist falsch. Ja. Ich glaube, dass wir sagen sehr oft heute schnell, ja, das weiß ich, ich kenne dieses Muster. Ich weiß, Rauchen tut mir nicht gut. Es ist mir bewusst. Aber sie rauchen weiterhin. Warum? Weil sie glauben es zu wissen, dass es nicht gut ist, aber sie wissen es eben trotzdem nicht. Bewusst. Genau, das heißt, sie glauben, sie sind bewusst, aber sie sind nicht wirklich bewusst, weil wären sie hundertprozentig vom Bewusstsein. Aber warum sind sie nicht bewusst? Weil sie sich wehren. Ja, weil es Abwehrmechanismen gibt. Eben, und das ist das, was ich meine, gegen Bewusstsein. Ja, klar, okay, deswegen, dann weiß ich, was du meinst. Eben, und der Niklas Steffert war der Erste, der das öffentlich vor einer Kamera gesagt hat, der so, ich weiß, dass wenn ich mich dafür öffnen würde, ich kein Fleisch mehr essen würde und deswegen mache ich es nicht.
Und das ist das, was, wenn, ich glaube, das ist das, was eigentlich jeder Mensch ehrlich, wenn er ehrlich genug ist zu sich selbst, sagen würde, auch sagen würde. Moralisch, klar. Genau. Darüber haben wir gestern gesprochen. Ich habe dir ja gesagt, wie in China jetzt gerade Hochhäuser hochgezogen werden, wo 10.000 Schweine in die Massentierhaltung kommen. Die sehen, alle 4 Monate können die 1-2 Stunden rausgehen. Warum und eigentlich? Sehen nie Tageslicht. Die sehen in ihrem ganzen Leben nie Tageslicht. Ja, warum eigentlich dann alle 4 Monate überhaupt raus? I don't know, keine Ahnung, das weiß ich auch nicht. Aber das ist eine krasse Reportage, die ich gesehen habe. Tut dir wirklich weh. Also wenn du dich dafür öffnest, das ist schon hart. Ja. Aber natürlich, eben, darum, klar. Ja, eben. Also wenn du da moralisch hinschaust, dann wirst du feststellen, ich kann das moralisch nicht vertreten. Und ich mache es ja auch. Ja, klar. Also im Sinne von, ich fliege ja. Genau. Also ich mache es ja auch. Im Sinne von die ganze Welt, fast die ganze Welt weiß irgendwo oder hört das immer mal wieder, das Thema Klima. Aber sie weiß es nicht genug, Bro. Das ist der Punkt. Eben. Thomas Metzinger hat da ein ganz schönes Buch geschrieben, weil er sagt, irgendwann kommt vielleicht der Zeitpunkt, der geht davon aus, dass wir realisieren, oh shit, die Menschen, die die ganze Zeit von dem Klimawandel gewarnt haben, die haben recht gehabt. Jetzt ist es zu spät. Mhm. Und dann erwachst du. Dann merkst du, oder? Wenn es dann vor deiner Haustür ist, okay, shit, jetzt, wir haben es verpennt. Und es kann sein, dass dieser Moment kommen wird. Und dann, oder? Dann kann eine Veränderung auch kommen, weil dann ist es so nah. Jetzt ist es noch so weit weg. Das ist ja das Gleiche, wie du rauchst und ja, easy, nicht so schlimm. Und dann irgendwann hast du Krebs, Kehlkopfkrebs oder wie auch immer. Du kommst zum Arzt und der Arzt sagt dir, schau, wenn sie noch weiterhin rauchen, dann werden sie sterben. Und dann, ja, sagst du dir eine autoritäre Person, es dringt in dich ein und es wird dir sowas von bewusst, dass du am nächsten Tag aufhörst zu rauchen. Das gibt es ja auch, siehst du ja auch immer wieder. Das heißt, wir sprechen hier von, ja, etwas ist mir bewusst, aber wenn dir etwas bewusst ist und du es noch nicht geändert hast, ja, dann ist es dir wahrscheinlich noch nicht bewusst genug. Und das ist ja auch okay. Und manchmal ist es dir vielleicht auch nicht wichtig genug. Manchmal ist es dir auch nicht wichtig, nur ist es auch okay. Ja, ist auch völlig okay. Mhm. Und das ist eben so die Endfrage halt so, wie wichtig ist uns überhaupt das Leben und der Frieden? Oder das ist halt dort, wo ich wirklich so mich manchmal auch so frage, wenn ich ganz ehrlich zu mir selbst bin, was ist mir eigentlich wirklich wichtig? Aber eben, wir könnten da wahrscheinlich noch, das sind die für mich spannendsten 10 Themen. Stunden. Weil es ist einfach dort, wo halt wirklich am Ende des Tages für mich nur noch die Handlungen zählen, die jemand macht. Mhm. Weil das ist die Absicht, aber in der die du Handlung lebst. Machst du jeden Tag, Bro. Jeden Tag entscheidest du dich. Was kaufst du ein? Aber welche bewusst Kleider oder unbewusst? Trägst du? Ja, du kannst es bewusst oder unbewusst machen. Ja. Wir sind verwickelt in so viele verschiedene Prozesse. Ja, du kaufst irgendein Shirt, vielleicht irgendwo aus einem Land, wo Menschen durch die Gesetze, die dort in diesem Land herrschen, nicht gut leben, unterdrückt werden. Es kann sein, dass du mit dem, was du kaufst, den ganzen Müll, der im Meer landet, unterstützt und so weiter und so fort. Darum ist es ja wichtig, eben auch anfangen, diese Komplexität zu haben und eben auch zu schauen, was hat dann mein Handeln für einen Effekt? Und dann, ja, wenn da mehr Bewusstsein reinkommt, dann kannst du immer noch entscheiden, was ist mir wichtig und was machst du denn? Also nur ein Beispiel jetzt bei mir. Wir leben jetzt hier im Holzhaus. Wir haben da oben Solar. Wir haben ein Elektrofahrzeug, darüber kann man auch diskutieren, aber wir fahren mit der Sonnenenergie, Solarstrom. Also wir haben ein paar Entscheidungen gemacht in unserem Leben, weil ich einfach gemerkt habe, für mich Dinge wurden mir immer wichtiger. Und wenn mir Dinge immer wichtiger werden, ja, dann ist es auch wichtig, dass ich danach handle, weil ansonsten betrüge ich mich selbst, schade ich mir selbst, weil da entsteht eine Dissonanz. Ja. Man nennt das in der Psychologie eine kognitive Dissonanz. Ja. Shit, okay, was läuft hier? Das ist mir wichtig, ich sage die ganze Zeit, das ist mir wichtig, aber ich mache die ganze Zeit etwas anderes. Ich sage die ganze Zeit, Gesundheit ist mir wichtig. Das machen die meisten, würde ich sagen. Ja, und genau, und das erzeugt aber auch innere Konflikte. Ja, und das ist vielleicht der Krieg. Unter anderem. Das ist vielleicht der Krieg. Es sind verschiedene Elemente. Also ich glaube, das ist der Krieg. Ich glaube, weil das ist der Krieg, der jeder führt mit sich selbst. Ja, unter anderem. Genau, weil die Dissonanz heißt, es gibt mehrere Teile in mir, die komplett verschiedene Sachen wollen. Und statt mir das einzugestehen, so heißt es nämlich bei mir, weil seither habe ich Frieden in mir. Seit ich realisiere, hey, es gibt mehrere Teile in mir, die nicht das Gleiche wollen. Und statt jetzt nicht alle an den Tisch zu setzen und zu sagen, du darfst nicht hier sein, sage ich, hey, die sind alle willkommen. Und das auch auszuhalten, ich glaube, das ist das, was vielen Menschen helfen würde. Aber das ist dann eben auch wieder verbunden mit diesem gesellschaftlichen Aspekt von, hey, was darf ich eigentlich sagen? Und was ist eigentlich erlaubt? Was ist dann vielleicht auch zu viel? Und was ist vielleicht eben auch Sachen, die dann meine jetzige Welt, die ich mir aufgebaut habe, zerstören würde, oder? Weil ich will ja auch nicht, dass es
sich verändert, weil ich habe Angst vor Veränderung. Ich möchte eigentlich, dass alles genauso bleibt wie jetzt. Und dadurch entstehen dann eben auch diese Kriege, weil da eben auch irgendwo Teile sind, die wir uns vielleicht einfach nicht vergeben haben. Also im Sinne von, wenn ich jetzt einen Teil in mir habe, wo ich das Gefühl habe, dass es der will, das darf der nicht, dann ist es also wie so ein Teil, dem ich sage, du gehörst hier nicht hin. Mhm. Und dann haben wir natürlich dieses Thema. Genau, und verletzte Menschen verletzen Menschen. Ja. Das ist ja auch der Punkt. Oder verwundete Menschen, die verwundet sind, denen Gewalt angetan wurde, die vielleicht zu wenig Liebe bekommen haben, wie auch immer, die geben das ja auch unbewusst, wenn du nicht die innere Arbeit, die Bewusstseinsarbeit machst, gibst du das weiter. Deinen Kindern oder in der Gesellschaft. Und das ist auch so ein Muster, was halt wichtig wäre zu durchbrechen, unter anderem. Ja. Das sind verschiedene Faktoren. Jetzt haben wir viel über dieses Thema Bewusstsein gesprochen und über Muster durchbrechen. Das kommt bei mir gerade nochmal hoch. Das ist eine Frage, die ich dich auch stellen wollte, weil es jetzt mittlerweile über 2 Jahre her ist. Du hast ja auch ein Video dazu gemacht auf YouTube. Das fand ich eins deiner besten Videos nach deinem 5-MAO-Trip. Ich kann ja von mir sprechen, dass diese Erfahrung, ich habe auch ein Video darüber gemacht, mein Leben nochmal komplett verändert hat. Also nicht nur in Bezug auf mein Bewusstsein, sondern auch in Bezug auf das, was danach passiert ist, ganz effektiv. Mich würde mal interessieren, was 2 Jahre später, was hat diese Erfahrung wirklich für einen Effekt gehabt? Also würdest du sagen, sie hat nachhaltig was verändert und das ist auch geblieben? Und die zweite Frage dann auch, was machst du, wenn es so wäre, heute anders aufgrund dieser Erfahrung? Also wirklich auf der Umsetzungsebene, wenn es da was gibt. Es hat schon eine krasse Erfahrung, die natürlich ganz tiefgreifend auch. Vielleicht nochmal kurz erklären, was 5-MAO ist, so in deinen Worten oder was du entsprechend da gemacht hast. Wir hatten 5-MAO DMT genommen. Kann jeder kurz das Video auch anschauen auf meinem YouTube-Kanal. Das ist eine psychedelische Substanz, die stärkste psychedelische Substanz, die ein Nahtod. Also das ist initiierte Nahtoderfahrung. Also ich dachte, okay, jetzt bin ich gestorben. Also ich habe, da war eine Realisation da von, okay, den Patrick gibt es nicht mehr. Der Patrick ist tot. So. Und da ist nur noch reine Präsenz, Gewahrsein, Leerheit, Stille, nichts. Und diese Erfahrung von reiner Stille. Die hat sich bei mir auch durch die Praxis, die ich gemacht habe, nicht nur durch diese Erfahrung, die hat sich bei mir mehr kultiviert. Das heißt, die ist in meinem täglichen Leben, ist sie da präsent. Das heißt, da kann man sagen, das hat schon nochmal einen krassen Impact gehabt, aber auch zum Beispiel das Vipassana Retreat hat bei mir auch nochmal einen krassen Impact gehabt, weil es einfach den Teil von mir, der unveränderbar ist. Ja, alles verändert sich hier in der Welt der Formen, in der Welt der Manifestation. Alles kommt, alles geht, dein Gedanke taucht auf. Ich sage dir, rosa-roter Elefant, sage ich dir, denk an einen schönen Strand mit Palme, Kokosnuss. Wo ist der Elefant? Der war kurz weg. Ja, Gedanken kommen, gehen. Gefühle kommen, gehen. Mal hast du Freude, da ist Traurigkeit. Körperempfindungen kommen. Alles kommt, alles geht. Aber es gibt etwas, was eben nicht kommt und nicht geht, was immer hier ist. Was all das beim Kommen und beim Gehen beobachten kann. Das ist deine, ich nenne das in meiner Arbeit, deine wahre Essenz, dein wahres Selbst. Das nenne ich das so. Und das, was meine wahre Essenz wirklich ist, hat sich durch diese Erfahrung und durch die Praxis natürlich mehr in mir, in Patrick Reise und auch in meiner Arbeit verwirklicht, ausgedrückt. Und dadurch wurde auch meine Arbeit nochmal besser. Also wenn du sagst, zweite Frage, was hat sich verändert? Mhm. Die Qualität von meiner Arbeit hat sich stark verändert. Wie? Dass ich den Menschen noch schneller und effektiver helfen kann durch die Bewusstseinsarbeit und durch meine Präsenz. Mhm. Also deine Präsenz ist noch stärker geworden. Ich kann mehr wahrnehmen als vorher. Es ist wie das ein Wahrnehmungshorizont, das sich nochmal erweitert. Aber eben, das auch durch die Praxis natürlich, aber diese 5-DMO-Erfahrung, das hat so wie nochmal ein Tor geöffnet. Genau. Ja. Und dann durch die ganze Praxis, durch das, was ich mache, hat sich das noch verstärkt und intensiviert. Und dadurch hat sich die Qualität meiner Arbeit verändert. Einfach, weil ich auch
mich selbst nochmal intensiver wahrnehmen kann, die einzelnen Bewegungen, die einzelnen Dynamiken, und ich dann die auch in meinem Gegenüber wahrnehmen kann und dadurch einfach viel schneller den Menschen, der da vor mir sitzt oder in der Gruppe, unterstützen kann, seine limitierenden Blockaden aufzulösen, mehr in den inneren Frieden zu kommen, schneller mit meinen Kunden herauszufinden, was sie wirklich wollen, Klarheit zu schaffen und letztendlich mehr Ruhe und inneren Frieden in ihnen zu kultivieren. Da hat sich meine Arbeit nochmal stark angepasst. Dadurch habe ich mein Mentoring nochmal komplett neu abgedreht. Das weißt du ja, das war ein langer Prozess. Ich habe ein halbes Jahr gehabt für diese 10 Module. Das ist hart. Das ist eine Ausbildung, die du da bekommst. Bei dir auch, ja. Aber ich habe bei euch bei der Genesis University jetzt ein Programm gelauncht oder kommt noch mit Lebensfreude, ja. Das heißt, da habe ich einfach nochmal, da hat sich die Arbeit verändert, ja, weil du gefragt hast, was das sich konkret verändert. Und was sich auch nochmal verändert hat, ist, dass die ganze Weltsicht, die ich habe, dass sich die einfach nochmal, die ist jetzt für mich glasklar. Ja. Also da gibt's einfach nichts mehr. Oder ich habe dieses Glas in den Händen und ich weiß, dass ich dieses Glas in den Händen halte. Und genauso wie ich weiß, dass ich dieses Glas in den Händen halte, kann ich eine Ebene von mir wahrnehmen, die ungeboren und unsterblich ist, weil sie schon vor dem Urknall da war, weil sie außerhalb von Raum und Zeit ist. Und das ist halt etwas, und das finde ich auch interessant, was jeder Mensch kann das erfahren, wenn er die Hausaufgaben macht. Das ist auch Teil meiner Arbeit. Wenn du bereit bist zu sagen, weißt du was, ich will ein bisschen tiefer mit mir in Kontakt kommen, ich will auch diese Verbundenheit spüren und auch diese Lebensfreude, die auch aus der Verbundenheit herauskommt, weil wenn du dich verbunden fühlst, dann musst du dich nicht fragen, bist du glücklich oder nicht. Nee, glücklich ist eine Konsequenz von Verbundenheit, wenn du dich verbunden fühlst. So. Und das hat sich einfach auch nochmal verändert. Das und wir können auch noch viele andere Sachen reden. Aber das ist so der Hauptteil. Ja, vielleicht jetzt gerade, weil wir schon über die Chainless University sprechen, in der du ja auch Teil bist und wir seit 7 Jahren wieder zusammenarbeiten, jetzt aktiv, nachdem wir jetzt 7 Jahre lang so ein bisschen unseren eigenen Weg gegangen sind, beruflich. Du hast es gerade gesagt, das war diese Substanz, die das nochmal geuplevelt hat, aber du hast vor dieser Substanz schon jahrelang meditiert täglich. Du hast nach dieser Substanz noch mehr meditiert. Wir waren im Vipassana zusammen. Bewusstseinsarbeit gemacht. Du hast so viel, also ich meine, alleine die Bücher, die hier in diesem Office hier rumliegen, die du liest, ich frage mich manchmal, ob du die wirklich alle liest, weil es ist ja so viel Zeit. Also ich weiß ja selbst, wie lange es geht für mich, ein komplexes Buch zu lesen. Da lese ich manchmal eine Seite 3-mal, um sie wirklich sacken zu lassen. Und das ist das, was ich immer mehr merke so. Deswegen all das, was du hier liest, all das, was du jetzt erfahren hast, das hast du ja auch, hat dich auch zu diesem Leben gebracht. Und in der University hast du ja diesen Kurs Lebensfreude. Die Kunst der Lebensfreude. Der Lebensfreude. Und das ist ja wirklich eine Kunst. Klar. Und da haben wir auch schon im letzten Podcast. Vielleicht hast du Bock, nur so 1-2 kleine Sneak Previews zu geben, also was die Leute da erwarten könnte, weil eben ich finde es schon geil, das ein bisschen zu hypen. Ja. Ist übrigens ab jetzt, wenn ihr diesen Podcast seht, offiziell bist du online bei uns. Yes. Ja, es ist so, Lebensfreude ist ja, ich denke, ist ganz wichtig für ein geiles Leben, dass du Lebensfreude hast. Und ich schreibe Lebensfreude. Es gibt verschiedene Schichten von Lebensfreude, verschiedene Ebenen. Aber eine Ebene ist einfach die Freude, da zu sein, zu existieren. Mhm. Ja? Und dann natürlich deine Freude auch zu maximieren. Und um das geht es letztendlich, du hast es angesprochen, das ist eine Kunst. Viele Menschen glauben, ja okay, glücklich sein und Lebensfreude ist ja angeboren. Und natürlich stimmt das auch bis zu einem gewissen Punkt, weil wir alle genetisch auf die Welt kommen, unterschiedlich, mit unterschiedlichen Karten, sage ich immer. Wir kommen mit einem unterschiedlichen Kartendeck zur Welt. Und es ist aber ganz wichtig, dass du alle Karten, die du hast, nimmst, weil ansonsten kannst du das Spiel gar nicht gewinnen. Du kannst Poker nicht spielen, indem du ein paar Karten wegwirfst, sondern es ist wichtig, dass du alle zu dir nimmst. Ja. Das kannst du als Spieler gar nicht gut spielen. Guter Punkt. Das heißt, ja, ein Teil ist natürlich vorprogrammiert, aber das ist das Schöne. Über 80% kannst du noch formen. Da kannst du ganz viel formen. Und weil es eine Kunst ist, es ist wie Instrument spielen. Du kannst das lernen. Und wir haben 13 Lektionen, die von 20 Minuten bis 1 Stunde und 10 gehen. Das sind insgesamt fast 10 Stunden Material,
wieder auch Übungen und ein paar Meditationen, wo wir Lebensfreude dekonstruieren. Wir gehen da in die Tiefe rein. Also es gibt die positive Psychologie, die zum Beispiel sagt, was wichtig ist für Lebensfreude, ist ein gutes Umfeld, ja, Gesundheit, Sinn und Werte, positive Gefühle. Ja, alles gut, bla bla bla. Ist wichtig, klar, aber wir gehen noch tiefer. Wir schauen, was sind die inneren Mechanismen, die mich daran hindern, glücklich und freudvoll zu sein. Was sind die inneren Konflikte da? Dass ich lerne, da ein bisschen tiefer in mich selbst hineinzuschauen, bewusster werde, präsenter werde, mein Wahrnehmungshorizont sich entwickelt. Und dass ich dann merke, ah krass, so kreiert mein Muster gerade mein Unglück, meine Unzufriedenheit. Krass. Und wenn ich das einmal feststelle, dann habe ich die Möglichkeit, es zu verändern, wenn ich weiß, wie. Und das geht es im ganzen Kurs. Das ist eigentlich, wenn du diese 13 Lektionen aufsaugst, vielleicht sogar zweimal durchmachst, wir haben über Bücher geredet. Ein paar Bücher, dann lese ich das dritte Mal. Ja. Und ich lese jedes Mal noch was Neues. Weil ich ja zwischenzeitlich auch noch andere Erfahrungen gemacht habe und dann verbinde ich Sachen einfacher. So, dort gehen wir rein, ja. Ja. Das gehen wir rein. Stichwort Erfahrung, wieder kompletter Themenwechsel. Ja. Du bist dieses Jahr mit mir ans Garbage gekommen. Oh ja. Ja, erzähl mal aus deiner Perspektive, was hat es mit dir gemacht, wenn es überhaupt was mit dir gemacht hat, außer einfach, dass du eine geile Zeit hattest. Ja. Also was war das für eine Erfahrung? Weil du bist ja schon auch ruhiger geworden. Wir waren früher ja viel unterwegs, haben zum Teil auch uns fast ins K.O. geworfen oder haben auch alles irgendwie noch gefilmt auf YouTube. Ja. So, was hat diese Erfahrung bei dir bewirkt? Oder was ist da passiert, vielleicht auch für dich? Ja, das ist eine Frage. Und die andere Frage ist ja, du bist auch ruhiger geworden. Und hier möchte ich vielleicht noch mal kurz was sagen. Weil es ist tatsächlich so, dass ich mich schon in den letzten Jahren krass verändert habe. Ne? In mir ist viel passiert. Es ist zum Beispiel so, dass ich nicht mehr, nie das Gefühl habe, irgendetwas zu verpassen. Also ich habe nicht das Gefühl, ich verpasse jetzt etwas. Hattest du das früher oft? Ich glaube, viele Menschen haben das subtil. Weißt du, manchmal ist das ganz stark, ich verpasse, aber manchmal ist das ganz subtil. Ich könnte jetzt was dem Verpassen. Hast du es gar nicht mehr? Gar nicht mehr. Gar nicht mehr? Gar nicht mehr. Okay. Das heißt, bei mir es ist wirklich, und das ist, ich würde sagen, das ist das Schönste an meiner Arbeit, dass es in mir ist wirklich Frieden da. Es ist Ruhe auch da. Und gleichzeitig ist es aber nicht diese auch Ruhe, diese passive Ruhe, sondern da gibt es ja auch noch einen Teil in mir, der aufdrehen kann. Ja, da, genau. Aber das kann ich schön, weißt du, ganz schön so. So hier wie hier. Ja, ganz schön wie ein DJ, da ein bisschen aufdrehen. Das ist das Schöne. Das heißt, ich bin da viel freier geworden. Zum Beispiel kann ich sagen, weißt du was, ich habe Bock auf das Matterhorn, die Matterhorn besteigen, 4478 Meter. Dann habe ich das Matterhorn bestiegen. Ja. Das ist auch nicht ganz krass easy, übrigens an dieser Stelle. Offiziell der Berg, wo am meisten Menschen gestorben sind. Jedes Jahr sterben Menschen dort. Ja. So, dann habe ich mich ein bisschen vorbereitet, ein bisschen zu schlecht vorbereitet, wer den Vlog gesehen hat. Aber es hat dann doch geklappt. Also das heißt, ich bin immer wieder in für Abenteuer, aber es ist nicht so, dass ich sie brauche und chase. Das heißt, wenn du dann auch mal, du bist dann so jemand, der sagt immer, Paddy, komm ans Burning Man, komm dort. Ich habe einfach so, immer in Einladungen. Genau. Und da denke ich so, ja, aber ich bin auch gerne hier. Wie entscheidest du denn eigentlich, ob du kommst oder nicht? Ich bin auch gerne hier und lese viel. Ich bin gerne auch in der Natur, mit dem Hund, mit Jackie, mit meiner Frau, in meiner Arbeit, bei meinen Kunden, meine Arbeit weiterzuentwickeln. Also der größte Punkt, glaube ich, in meinem Leben ist meine Arbeit, meine Fähigkeiten als Coach, als Lehrer, als Therapeut, wenn man so sagen möchte, die ständig weiterzuentwickeln. Ja. Purpose. Ja, ist da, bei dir hart gekommen, habe ich auch das Gefühl. Das ist, und das geht's. Und dann, oder? Dann, wie entscheide ich? Ganz klar. So, ich sehe dann so, okay, ja, ich denke, jetzt ist wieder mal wichtig, mit Mischa zu sehen. Ich will ihn sehen. Weil natürlich bist du auch immer in mir präsent. Es gibt meine Familie, meine Freunde, meine Brothers, wir sind sehr eng miteinander verbunden und die sind auch immer in mir präsent. Also ich checke auch immer mal ab und zu deine Instagram-Stories ab, ich kriege ja schon auch mit und wir haben auch so immer wieder Kontakt, wir checken immer wieder miteinander ein, aber dann merke ich so, okay, jetzt ist es wichtig, wieder gemeinsam Zeit und Raum zu verbringen.
Und dann spielt es eigentlich nicht mal so eine große Rolle, wo das ist, in den Bergen oder im Garbage Festival, sondern bin ich einfach am Start. Ja, weil ich merke, okay, es ist wichtig, denke ich, es ist wichtig für uns, für unser Wir. Und so entscheide ich das. Ich gehe da rein nach Gefühl. Ja. Natürlich auch Priorität muss ich auch schauen. Ja, du hast mich zum Beispiel jetzt gefragt, hey, komm an dieses Ayahuasca-Retreat. Aber da hatte ich selber Retreat mit 13 Leuten. Und da wollte ich nicht eine Woche vorher weg sein, sondern ich wollte wirklich mich eine Woche vorher auf dieses Retreat vorbereiten. Das sind 5 Tage in Mürren, Schweizer Berge. Und da die Teilnehmer, die dort kommen, die brauchen meine volle Präsenz. Mhm. Ja, das heißt, da muss ich wirklich hier sein. So, das heißt, ich entscheide das aufgrund von, was steht an, was sind die Prioritäten oder auch noch Gefühl. Und jetzt zur anderen Frage, also was hat das mit mir gemacht? wir waren ja dort an dieser... Das war dein erstes Festival. Das war mein erstes Festival, ja. Ich fand's, also zuerst mal muss ich sagen, ich fand's geil, wir hatten eine geile Zeit. Mhm. Oder? Also 3,5 Tage wieder epische Zeit, oder? Ja, weißt du nicht? Auf jeden so Fall. So Skala 1 bis 10, so wie eine 10 gerockt. Ja. Also 9,5, 10, also es war einfach, also alles gepasst. Ja, so viel Freude, so viel tolle Zeit austauscht, ja. Und wir waren doch da beispielsweise auf diese Naked Party. Naked Tea Party. Also wir waren an einer Party, das habe ich vorher auch nicht gehört. Habe ich noch nie gemacht vorher, ja. Also es gibt eine Party, da bist du dort nackt. Ja. Und ich dachte so, ja, okay, wo ist das Problem, ja? Kein Problem, also wo ist das Ding? Ja. Also es war jetzt für mich auch nicht so krass. Es war interessant, aber zu sehen, weil ich es ja schon noch nie gemacht habe, was auch mit den Leuten macht und mit dem Raum. Also es war eine geilste Party überhaupt. Nicht nur, weil wir nackt waren, sondern einfach die Musik war geil und der Raum. Der Trust, ja, genau. Der sich aufgebaut hat. Was ich eben auch sehr cool gefunden habe, die Menschen haben dich ja respektiert. Ja, keiner ist jetzt gekommen und hat dich angefasst. Ja, es kam einmal eine Frau auf mich zu, ja, weißt du noch, mit ihrem Typen. Ah ja, stimmt. Als wir beim DJ-Pult waren und die hat dann mich gefragt, hey, do you want to play? Also sie wollte eigentlich, dass ich mit ihr und ihrem Freund Sex habe. Ja, das hat sie mir gesagt. Und dann habe ich gesagt, no, I don't want to play. So. Aber das ist ja, also alles respektvoll passiert. Weißt du, keiner ist gekommen, hat dich angegrapscht oder so. Ja. Sondern da war ein bestimmtes Level von Bewusstsein da, wo man auch mit Respekt umgehen konnte. Weil wenn du so nackt bist, für viele Leute ist es ja, zeigt man sich vielleicht ein bisschen verletzlich, ja. Aber das war für mich einfach interessant, so zu sehen, was da passiert ist. Aber es war jetzt auch nicht so, wow, krass. Also von dem her, also verändert hat es mich nicht. Aber ich kann auf jeden Fall verstehen, warum solche Festivals, wie du mir auch erzählst vom Burning Man Festival, dass die auch etwas Transformatives haben. Mhm. Das haben sie, definitiv. Weil du tauchst ein in eine andere Welt für mehrere Tage. Ja. Du dockst an ein anderes Bewusstsein, ein anderes Tribe und du machst Dinge, die du vorher vielleicht nicht gemacht hättest. Ja. Und das kann dann, wenn du wieder rausgehst, dafür sorgen, dass du vielleicht Dinge anders siehst, dass du vielleicht neue Verhalten etablierst, dass dich das ein bisschen öffnet. Ja. Und das hat dann wieder der transformative Aspekt. Also das sehe ich schon, ja klar. Je nachdem, wo du in deiner Entwicklung auch gerade stehst, kann das öffnend sein, so ein Festival. Ja. Wobei ich hier wirklich nochmal erwähnen muss, obwohl ich Garbage wirklich auch geil finde, es ist für mich eher eine Party und wirklich ein Festival, ich würde es nicht vergleichen können mit Burning Man, klar, was der Bewusstseinszustand betrifft. Klar. Weil es schon auch noch relativ, also wir haben es ja auch gesehen, da gab es schon auch andere Bewusstseinszustände noch. Ja. Und an Burning Man ist es wirklich so, dass ich das Gefühl habe, da dockst du wirklich an was anderes an. Also nicht nur das Bewusstsein, sondern auch das Wertesystem, was dahinter ist. Wo ich eben auch so das Gefühl habe, das wäre dann vielleicht noch die dritte Idee, wie man die Welt verändern könnte, wenn jeder einmal ans Burning Man gehen könnte. So. Aber eben auch dort. Mhm. Es gibt einen Grund, warum nur 1% der Menschheit überhaupt vegetarisch, vegan so lebt. Oder eben nur Psychedelics. Gibt es auch nur ein ganz kleiner Teil, der das ausprobiert. Und wir sind einfach in so einer kleinen Bewusstseinsbubble. Klar, das ist echt krass. Klar. Und was wir auch sehen müssen, oder wir sind auch auf eine gewisse Art und Weise privilegiert. Ja. Sodass wir uns überhaupt mit dieser Arbeit beschäftigen können. Ja, Mann. Oder weil wir nicht damit strugglen, was wir essen und Wasser holen müssen, weil kein Wasser da ist und keine Kriege da sind, weil wir nicht nur unser Leben kämpfen, sind wir auch privilegiert, uns ja, in der Tiefe mit uns selbst, mit unserer Existenz, mit Bewusstsein zu beschäftigen. Und mit Privilegien kommt auch immer Verantwortung natürlich mit einher. Ja. Und da übernehme ich Verantwortung in meinem Beruf, in dem ich mache, als Lehrer. Es ist so geil, ich habe gerade gestern einen Non-Duality-Podcast mir reingezogen mit Ajay Ashanti, den ich heftig respektiere,
mit Rupert Spira, den ich auch geil finde, und noch einen anderen Non-Duality-Teacher. Das sind also so richtig krasse Typen. Und die haben so eine Frage gekriegt von den Zuschauern, so ob sie das Gefühl haben, dass diese Bewusstseinsarbeit, also diese Teachings, die sie geben, der größte Hebel ist, denn wirklich auch für die Welt, weil in der Welt ja eben noch so viele andere Sachen eigentlich auch gemacht werden müssen. Und da haben auch, da sind die auch in so in diese Antworten reingegangen, die ich spannend fand, weil eben so vor allem mit Klimawandel jetzt das Thema, so, also Experten sind sich einig, dass in 10 Jahren das Ding irreversibel an die Wand gefahren wird, oder? Und dann ist so die Frage, hey, wenn wir jetzt noch 10 Jahre haben, soll ich wirklich Meditation teachen? Ist das wirklich der eine größte Hebel? Und das fand ich fand das so eine kritische und gleichzeitig aber auch geile Frage. Kann ich immer empfehlen, dir das anzuhören. Wo ich noch sehr gerne rein würde, du bist nämlich jetzt schon seit über 8 Jahren in einer Beziehung. Genau, und ich war ja auch 6 Jahre in einer Beziehung, in der ich viel lernen konnte und trotzdem hatte ich dann am Schluss nochmal so ein paar Defizite bemerkt, die dann auch dazu geführt haben, dass ich gesagt habe, hey, ich muss jetzt da nochmal so ein bisschen mehr lernen. Und was ich jetzt die letzten 2 Jahre nochmal gelernt habe, das hat mir nochmal sehr geholfen. Und deswegen würde es mich interessieren, was so deine Top-Learnings waren in dieser Beziehung oder sind jetzt. Also was sind so Sachen, wo du sagst, wie auch vorher mit der 5MAO-Experience, was hat sich verändert in der Beziehung? Und wie hoch würdest du diese Learnings dann vielleicht auch wieder gewichten im Vergleich zu all deinen psychedelischen Erfahrungen oder deinen Büchern? Oder so, wo würdest du diese Beziehung auch wieder in dieses Thema ranken, Bewusstseinsentwicklung? Ja, gut, dazu könnte ich jetzt ganz verschiedene Sachen sagen, klar, weil das Beziehung ist ein großes Thema, aber wenn ich es auf den Punkt bringen müsste, was das Wichtigste ist, jeder Beziehungskonflikt ist letztendlich ein Kommunikationskonflikt, also Kommunikationsproblem. Ja? Geil. Das heißt, was ich für mich herausgefunden habe, ist, dass wir unser Kommunikationsgame einfach nochmal auf das nächste Level bringen mussten. Das heißt erstmal, dass ich mehr mitkriege, was passiert in mir, wenn sie bestimmte Dinge tut, sagt oder nicht tut. Und dass ich das ihr auch transparent kommunizieren kann, sodass sie das auch nehmen kann. Ja, ohne dass sie sich vielleicht angegriffen fühlt oder dass ich ihre Wunde berühre. Und sie dann emotional wird und wenn sie emotional wird, wenn ich ihr zum Beispiel etwas sage, wo ihre Wunden berührt oder umgekehrt, sondern findet auch keine Kommunikation mehr statt. Das heißt, ich musste einmal für mich besser klar machen, dass, nur ein Beispiel, wenn du deine Freundin etwas sagst und vielleicht seid ihr in einem Stress, weil ein Trigger wurde berührt. Emotional hat sie etwas berührt. Und jetzt versuchst du ihr etwas zu erklären und du glaubst, das, was du sagst, was hast du jetzt gesagt? Ja, eben nicht. Weil du hast nicht mitbekommen, dass das, was du sagst, gar nicht angekommen ist bei der anderen Person. Mhm. Das heißt, ich muss also lernen, mehr mitzubekommen, was ist in mir und was ist auch im Gegenüber und wie kann ich das, was in mir ist, gut absetzen, sodass es in mir auch landen kann und wie kann ich mich so öffnen, auch mal meine Wunden berührt sind, sodass das, was sie gerne sagen möchte, in mir landen kann. Das ist wahrscheinlich gar nicht so einfach. Und das ist das Wichtigste überhaupt, denke ich. Und wie hast du das gelernt? Also, weil eben, also dieses besser kommunizieren, wenn ich mich gut fühle, das ist so eine, sage ich mal, so ein Level, dass ich auch, würde ich jetzt mal sagen, gut dabei bin. Aber genau wie du gesagt hast, wenn meine Wunde berührt wird, wie hast du gelernt, da diese Kommunikation, also hast du dann dich coachen oder habt ihr euch da coachen lassen oder bist du da, wie ist dieser Prozess entstanden? So. Letztendlich ist es Bewusstseinsarbeit. Weil jedes Mal, wenn du emotional berührt wirst und du kannst damit nicht stehen bleiben, sondern deine Stimme verändert sich, dein Puls wird schneller, dein Verhalten verändert sich vielleicht, bist du unbewusst, fällst du in ein Muster durch die Wunde. Mhm. Und wenn du mehr Präsenz und mehr Bewusstheit da reinbringst in diesen Prozess, dann lernst du immer mehr und mehr zu erkennen, ah krass, ich bin gerade getroffen worden. Und du kannst das bewusst sein lassen, bewusst stehen lassen und dich fragen, okay, was will ich denn jetzt? Was ist denn jetzt meine Absicht? Mhm. Und was geht es denn jetzt gerade? Geht es darum, jetzt gerade Recht zu haben? Einfach, dass ich das, was in mir ist, da auf den Tisch scheiße? Oder geht es gar nicht darum, sondern geht es vielleicht darum, eine Lösung zu finden? Und geht es jetzt darum, erstmal kurz still zu sein, bevor ich was sage?
und diesen emotionalen Schmerz, den ich vielleicht gerade spüre, weil ich getroffen wurde, erstmal kurz zu halten, zu schauen, was ist denn gerade da los. Also auch zu lernen, nicht und zu kommunizieren. Ja, auch zu lernen, ja genau, auch zu lernen, still zu sein in den richtigen Momenten. Still zu sein zum Beispiel, wenn ich gerade emotional berührt worden bin. Oder auch still zu sein, wenn ich merke, dass das, was ich sagen möchte, in ihr gar nicht ankommt, weil sie gerade vielleicht so ist. Dass ich dort auch lerne, mich zurückzunehmen. Weil es bringt ja nichts, wenn ich auf sie einrede, was gar nicht bei ihr ankommt. Nur weil ich Recht haben möchte und es ist jetzt, ich will es jetzt unbedingt klären. Und das sind ganz viele verschiedene Nuancen, innere Dynamiken, die da mit einher spielen. Weil es kann zum Beispiel sein, dass ich jemand bin, das ist bei mir nicht der Fall, der Konflikte immer sofort lösen möchte. Mhm. Und wenn ich aber das nicht erkennen kann, was mein Streitmuster ist, dann ist es so, dann kann ich gar nicht still sein, wenn ich merke, dass das, was ich sage, nicht ankommt. Sondern dann mache ich noch mehr. Und dann verhärtet sich das alles. Das heißt, ich muss tiefer schauen können, was sind denn die einzelnen Beziehungs- und Dynamikmuster von mir und von meiner Partnerin, von meinem Partner. Und das ist letztendlich Teil meiner Arbeit, ist Bewusstseinsarbeit. Mhm. Ja. Das ist einfach Bewusstseinsarbeit letztendlich. Mhm. Das ist es. Also mehr Präsenz, mehr Bewusstheit sorgt automatisch für bessere Beziehungen. Das ist ganz klar. Das ist so ein Allheil. Ich muss es wirklich so sagen, es ist ein Allheilmittel. Ja? Bewusstheit, weil du musst dir vorstellen, Bewusstsein oder Bewusstheit ist ja pure Lebensintelligenz. Das ist Intelligenz über Intelligenz über Intelligenz über Intelligenz. Ich gehe sogar so weit, dass ich sage, dass diese ganze Intelligenz, die da am Werk ist in der Evolution, wir können Intelligenz überall beobachten, in jedem Atom, in jedem Molekül, in jedem Tier, in jeder Pflanze, im Planetensystem. Überall ist pure Intelligenz von Intelligenz über Intelligenz über Intelligenz, die in allem drin ist, die in allem innewohnt, könnte man sagen. Ja, ist eine alldurchdringende Intelligenz. Das ist letztendlich Bewusstheit. Diese Intelligenz setze ich gleich mit Bewusstheit. Ah ja? Ja. Spannend. Das setze ich gleich mit Bewusstheit. Und man könnte auch sagen, das ist das Göttliche. Bewusstheit, reines, formloses, stilles, ungeborenes, unsterbliches Gewahrsein, was wir letztendlich in unserer tiefsten Essenz sind, ist pure Lebensintelligenz. Und wenn du diese Intelligenz hineinzündest, wie mit der Taschenlampe, das Licht in die Dunkelheit zündest, dann löst sich die Dunkelheit auf. Das heißt, wenn ich die Aufmerksamkeit mehr nach innen richte, meine Präsenz mehr nach innen richte, dann löst diese Intelligenz, Bewusstsein, das Problem automatisch, nur weil ich es drauf lenke. Weil Bewusstsein per se sich selbst nicht schaden kann. Das ist pure Lebensintelligenz. Über Intelligenz, über Intelligenz, über Intelligenz. Und das ist ein großer Teil meiner Arbeit. Mhm. Und darum sage ich, ich muss lernen, genauer hinzuhören, hinzusehen, zu spüren, wahrzunehmen, was passiert. Und dann sorgt das dafür, dass Bewusstheit, Präsenz von innen heraus nach Lösungen sucht für die Antworten. Und darum bezeichne ich das auch gerne als das Allheilmittel, wenn du das sehen möchtest, ja. Ja, also spannend, dass du, ich habe einen Podcast mit Yuval Noah Harari mir reingezogen, wo er eben Bewusstsein und Intelligenz ganz klar voneinander getrennt hat. Und was absolut, mich, und, muss ich kurz reinreden. Ich rede nicht von der kognitiven Intelligenz. Genau, und das ist ein Unterschied. Und das ist etwas, was mich mittlerweile richtig nervt, also jetzt nicht auf dich bezogen, aber im Allgemeinen nervt mich etwas immer mehr, und zwar, dass jeder Mensch irgendwie seine eigene Definition für ein Wort erfindet, oft auch, und dann, weißt du, es wird dann noch verwirrender. Also das, was du jetzt gerade, das Thema Kommunikation ist ja mittlerweile eigentlich so wichtig, dass wir, bevor wir ein Wort in den Mund nehmen, es irgendwie kurz zumindest mal definieren müssen, wie meinen wir es, weil sonst verwirren wir ja auch wieder, also so fühle ich mich oft extrem verwirrt auch. Das stimmt, vor allem in dieser Szene. Weil schau, der Punkt ist aber eben auch, ja, dass wenn wir über Bewusstsein sprechen, die Philosophie letztendlich, die Philosophie des Geistes nicht mal ganz klar bezeichnen kann, was Bewusstsein ist. Oder das ist ja das Problem. Also wir haben hier rein semantisch auch eine Herausforderung, weil wir über etwas sprechen, was noch zu wenig erforscht ist, könnte man sagen. Was nie erforscht werden wird wahrscheinlich. Und erforscht werden schon, aber was wir nicht greifen können. Oder? Das ist, ich finde, so ein Thomas Metzinger hat mal ein ganz schönes philosophisches Gedankensexperiment gemacht. Er hat sich vorgestellt, wir leben in 2225 und Außerirdische kommen hier. Und jetzt ist es so, dass diese Außerirdische, die gucken also auf uns Menschen und sie sagen, hey, ihr Menschen, wir wissen alles über euch.
Wir wissen, welches Verhalten ihr an den Tag legt. Wir verstehen, wie die einzelnen Gedanken von eurem Gehirn produziert werden durch die einzelnen Neuronen. Wir verstehen euch ganz genau in der Tiefe. Wir können alles voraussehen. Wir haben euch mechanisch komplett durchleuchtet und verstanden. Alles. Jedes Atom, Molekül, alles. Wir verstehen euch. Perfekt. Aber etwas verstehen wir nicht. Wenn ihr sagt, ich erlebe das. Wenn ihr sagt, ich bin bewusst. Was meint ihr mit bewusst? Wir kennen das nicht. Wir kennen alles, aber wir kennen, bei uns gibt es das nicht, dieses Bewusstsein. Ich bin bewusst, das macht für uns keinen Sinn. Was ist das? Und jetzt sagen diese Außerirdische, schickt uns die 20 besten Philosophen und Philosophinnen auf unser Raumschiff hoch und erklärt uns, was sie damit meint. So Stand heute, es ist sehr, sehr schwer. Ist nicht zu beschreiben. Ja. Und das ist das Problem mit den Wörtern. Aber natürlich, wir könnten jetzt hier einen Podcast machen, 3 Stunden, nur über das Thema Bewusstsein. Und ich kann dir erzählen, was wir dann alles bis jetzt wissen aus der Philosophie des Geistes und wie ich es aber auch erfahre. Und dann könnten wir es definieren. Ja, und dann würden wir beide vom Gleichen sprechen. Mhm. Es gibt eben natürlich auch verschiedene Perspektiven, wie man auf Bewusstsein schauen kann. Weil da gibt es zum Beispiel das phänomenale Bewusstsein, dann die Inhalte des Bewusstseins, das Bewusstsein selbst. Das ist ja wieder ganz... Aber das ist eben für mich aber wieder weg von der Erfahrung. Also das ist das, was mir auch wieder nach diesem Non-Duality-Podcast gestern bewusst wurde. Es ist so, je länger man darüber spricht, desto weiter entfernt man sich davon. Richtig. Nein, der Punkt ist ja, du kannst ja mit Worten das nicht beschreiben. Du kannst es beschreiben, aber du kommst nicht mit Worten heran. Das ist so aber, und jetzt kommt das große Aber. Du musst trotzdem hinzeigen können irgendwie. Richtig. Ja. Wir müssen beides machen. Wir müssen Bewusstsein erfahrungsorientiert erfassen können. Erfahrungsorientiert, indem wir die Hausaufgaben machen, die Praktiken. Und gleichzeitig müssen wir aber auch das in unsere Sprache zu verpacken. Weil das ist letztendlich, das ist unser Menschsein. Wir müssen es auch definieren, zumindest uns annähern, weil wir haben seit eh und je, das macht die Tür auf, das würde den ganzen Raum sparen. Ich finde es gerade spannend, weil du sonst sehr wenig das Wort muss in den Mund nimmst und jetzt sagst du, wir müssen. Mhm. Vielleicht jetzt auf dich persönlich bezogen, vielleicht auch in Bezug auf das, was du gerade gesagt hast. Wir müssen, hast. Ich kann ja auch sagen, warum. Ja, also, wegen der künstlichen Intelligenz, oder? Wir steuern da auf gesellschaftliche Veränderungen hinzu, wo wir wissen müssen, was ist denn der Unterschied zwischen Intelligenz und was ist Bewusstsein? Was ist der Unterschied? Und dann müssen wir auch erstmal herausfinden, was ist denn Intelligenz? Auch dort gibt es verschiedene Definitionsfragen. Ja. Das ist aber insofern wichtig. Würdest du es in einem Satz definieren? Intelligenz ist für Probleme, die da sind, Lösungen zu finden. Genau, Problemlösung. Und, zum Beispiel. Ja. Und aber das ist ja nur eine Definition, gibt es noch auf viele andere. Ich finde es eine gute. Es ist natürlich auch, es ist eine gute, kann man so sagen. Ja. Und das andere ist, du musst jetzt überlegen, jetzt stell dir vor, jetzt kreieren wir künstliche Intelligenzen. Und dann ist ja die Frage, können die ein künstliches Bewusstsein entwickeln? Warum ist die Frage wichtig? Ich sage dir, nur ganz kurz, wir müssen dort nicht tief rein, weil es ist sehr komplex. Aber wenn jetzt zum Beispiel eine künstliche Maschine phänomenales Bewusstsein entwickeln kann, dann kann sie auch leiden. Ja. Ja? Und dann kann es zum Beispiel sein, dass wenn wir Maschinen bauen, die dann durch das Bewusstsein richtig krass leiden, weil wir die so kreieren. Und dann kann es sein, dass wir mehr Leid durch diese künstlichen Bewusstseins, man nennt das postbiotische Systeme, also postbiotische Systeme mit einem künstlichen Bewusstsein, die dann eine innere Erfahrung erleben können, die haben ein Erlebnis, eine innere Erfahrung. Und dann kann es sein, dass die leiden und dann kreieren wir durch das, was wir selbst kreieren, viel mehr Leid in der Welt. Das heißt, noch mehr Leid, klar. Reichen die Millionen von Schweinen in den Hochhäusern jetzt in China nicht auch noch? Ja, das heißt, oder? Das interessiert natürlich die Menschen da draußen nicht, der große Teil. Aber es gibt Menschen, die sich ausgiebig damit beschäftigen. Mich interessiert das. Das ist meine Passion, meine Leidenschaft auch. Und das macht auch meine Arbeit besser letztendlich, finde ich. Weil ich da auch einfach genauer hinschauen kann und differenzieren kann. Aber nochmal zum Punkt. Darum sind diese Fragen überhaupt auch wichtig, weil es einen Nutzen haben wird in der Gesellschaft, in die wir jetzt kommen werden. Aber abgesehen davon glaube ich nicht, dass wir postbiotische Systeme bauen können, also künstliche Systeme mit einem Bewusstsein. Da habe ich mich intensiv damit beschäftigt und da will ich sagen, das ist nicht möglich. Aber das ist eine andere Sache. Sie können Intelligenz, eine Form von Intelligenz, von Denkmodellen entwickeln, aber bewusstes Erleben, Bewusstsein, so wie ich es wahrnehme und verstehe, das wird, so wie ich es prognostiziere,
jetzt hier in diesem Podcast 2023 nicht möglich sein. Und das wird gut sein, weil die Menschheit dann auch nochmal viel krasser verstehen wird, was ist denn Menschsein überhaupt? Und was ist künstliche Intelligenz? Was ist denn Bewusstsein überhaupt? Weil wenn wir erstmal, das wird entscheidend sein für uns, weil wenn wir feststellen können, dass wir Bewusstsein nicht künstlich herstellen können, dann wird uns das näher zu dieser Sicht bringen, dass wir Bewusstsein annehmen als etwas Fundamentales in der einfach. Welt, wie Raum und Zeit. Ja. Und das wird uns auch noch mal viel mehr Erkenntnisse bringen, diese ganze künstliche Intelligenzentwicklung. Aber da machen wir einen ganzen neuen Raum auf. So, lass uns das einfach wieder zumachen. Genau, deswegen wieder zurück zu dir, weil du jetzt das Wort müssen in den Mund genommen hast, als Kollektiv. Jetzt wieder zu dir. Was muss Patrick Reiser? Ja. Außer vielleicht sterben. Ja, ich muss, also von dieser Perspektive her muss ich gar nichts. Ich muss auch gar nicht sterben, weil der Tod passiert mir von ganz allein. Also ich muss nichts tun. Ich muss zum Beispiel nicht essen. Ich kann Hunger einfach passieren lassen. Und wenn ich nicht esse, dann wird dieser Körper eines Tages sterben. Aber wenn ich den Impuls habe, ich habe Hunger und ich will gerne etwas essen, ja, dann will ich es ja. Also letztendlich muss ich überhaupt gar nichts tun. Okay. Ich muss gar nichts. Andere Frage. Aber ich kann und genau. Ich will. Ja. Andere Frage dann. Wofür lohnt es sich zu sterben? Wofür es sich lohnt zu sterben? Ja. Oder zu kämpfen, wenn wir jetzt wieder auf den Punkt zurückkommen von vorher. Ja. Ja, ich glaube, dass ein Grundbedürfnis von uns Menschen ist. Also ist für dich. Ja, ja für dich. Das muss man kurz begründen. Ich glaube, dass ein Grundbedürfnis von uns Menschen ist, dass das, was wir für richtig halten, dort, wo wir sind, auch passiert. Ja, ist das Bedürfnis nach Dominanz. Einfach ausgesprochen, jeder Mensch möchte auf einem gewissen Level einfach das, was ihm für ihn wichtig ist, dass das dort, wo er ist, passiert in seiner Familie, mit seinen Kindern, in seiner Schule, in seiner Stadt, im Land und so weiter und so fort. Ja. Und dieses Bedürfnis kann sich in verschiedenen Facetten zeigen. Ja, wie zum Beispiel bei mir, ich möchte gerne die Erfahrung, die ich selbst in mir gemacht habe, diesen inneren Frieden, den ich spüren kann, die Lebensfreude, da ist sehr viel Fülle in mir, weil mein Inneres einfach voll ist. Mein Inneres ist voll und gleichzeitig leer, aber es ist, oder? Das ist ein anderes Thema, weil radikale Leerheit ist gleichzeitig absolut voll, das pure Fülle. Das heißt, wenn ich mich selbst bis zum Urgrund erforsche und in mich selbst hineinfalle, bis zum Urgrund des Seins, dann falle ich in die Hand Gottes. Dann falle ich in meine absolute Essenz. Und diese Essenz selbst ist pure Fülle. Da ist Lebensfreude da auf einer ganz anderen Ebene. Da kriege ich gleich Gänsehaut, weil die natürlich da ist. Und das ist nicht diese Lebensfreude nur, wenn ich von Lebensfreude spreche, dann spreche ich nicht davon, dass ich die ganze Zeit so durchs Leben gehe. Ja, das ist Euphorie. Das ja, ist sondern es ist, Lebensfreude hat verschiedene Ausdrücke. Manchmal ist sie ganz still, ganz klar, ganz sanft, ganz subtil. Manchmal ist sie, ist sie stärker, drückt sie sich aus in Euphorie, in Ekstase, wie auch immer. Ja? Das heißt, wir haben Fülle, Lebensfreude, Frieden. Einfach Frieden. Du kannst hier sitzen für 10 Stunden, du bist im Frieden. Du kannst hier sein, in ein Gabbridge Festival gehen, bist im Frieden. Du kannst auf den Berg steigen, bist in der Tiefe im Frieden. Das bedeutet nicht, dass keine Traurigkeit kommen kann. Das bedeutet nicht, dass keine Wut kommen kann. Dass viele Menschen verwechseln das. Es ist noch tiefer. Die Gefühle tauchen auf, aber darunter, unter den Gefühlen, ist ein stiller Frieden präsent. Und das wiederum, wenn wir sagen, okay, Fülle, Lebensfreude, Frieden, Liebe. Was auch immer das jetzt bedeuten mag. Ja, Liebe ist ein großer Begriff. Ich meine nicht die romantische Liebe, sondern wenn wir tiefer in uns hineingehen, dann ist da Liebe in seiner Essenz. Ja, dass ein Molekül, zuerst kommen die Atome, dann Moleküle, dann Zellen. Dass ein Molekül Atome beinhaltet, umschließt. Oder eine Zelle Moleküle und Atome umschließt. Oder auch wir Zellen umschließen. Das ist letztendlich, könnte man sagen, Liebe. Das ist alles, was das zusammenhält, das ganze Universum zusammenhält. Das ist eine Essenz, eine grundlegende Struktur oder der Urgrund des Seins, der auch in uns ist, in allem ist. Ja? Und den zu berühren, vielleicht mal ganz kurz nur, aber dann immer mehr
von ganz kurz, länger und dass ich das mehr in mein Leben ausdrücken kann, reinbringen kann in mein Hiersein als Patrick Reiser, in mein Menschsein und das auch zum Ausdruck bringen kann in meiner Arbeit, in meinen Beziehungen. Dafür lohnt es sich für mich zu leben. Weil letztendlich, sage ich dir ganz ehrlich, Bro, das sage ich jetzt hier, vielleicht auch an einem unvorbereiteten Publikum, aber ich sag jetzt nur dir. Ich scheiße jetzt mal drauf, dass hier Leute zuhören, okay? So, es geht schon lange gar nicht mehr um mich, Bro. Ich bin durch. Mhm. Ich bin hier. Egal was kommt, Bro, ich werde gut sein damit. Mhm. Ich werde für das, was mir wichtig ist, werde ich stehen, werde mich positionieren, kämpfen. Und das ist es? Genau. Das wäre eben die Frage gewesen. Das ist für die Wahrheit. Aha. Für die Wahrheit. Aha. Und das braucht, wenn ich sage für die Wahrheit, immer wieder ein Erforschen von was ist überhaupt Wahrheit. Ja. Ja? Was ist Wahrheit? Gibt es etwas wie Wahrheit? Was ist meine Wahrheit? Und es gibt es. Ja. Ich komme von einem Punkt mittlerweile heute, dass es natürlich eine Wahrheit gibt. Ja. Universelle Wahrheit. Und natürlich hat jeder auch seine Wahrheit. Ja. Man muss beides ist da. Und dafür gehe ich. Aber letztendlich, Bro, ich bin gut. So. Ja. Es geht gar nicht mehr um mich. Ich bin gut. So, ich genieße es, hier zu sein. Ja. Und irgendwann wird meine Zeit gekommen sein. Dann werde ich von hier gehen. Das war's. Mhm. Aber solange ich hier bin, möchte ich das, was ich da in mir gefunden habe, das möchte ich einfach weitergeben. Es gelingt mir nicht immer. Es gelingt mir manchmal leider nicht mal immer in der Beziehung. Oder weil manchmal verfalle ich auch noch in meine Muster rein. Mhm. Und dann merke ich, okay, ja klar, so, oder? Aber zumindest, oder, bin ich ein Lehrer, sage ich jetzt mal, der das, was er lehrt, auch wirklich leben will. So nehme ich dich nämlich auch wahr. Ich nehme dich auch als ein Lehrer wahr, der das, was er lehrt, du hast den Anspruch, das zu leben. Du lebst es auch oft, ja, aber manchmal vielleicht auch nicht. Ja, so ich auch. Weil da draußen gibt es ganz viele Lehrer, die einfach irgendwie etwas lehren, aber das selbst gar nicht verkörpern, selbst gar nicht leben. Ja. So, das ist mein Anspruch, den ich habe. Aber darum sage ich, da möchte ich einfach mit Menschen zusammenarbeiten und ihnen diesen Zugang ermöglichen. Weil jeder hat diesen Zugang. Also, was ich ja mache in der Rolle des Lehrers, unter anderem, ja, ist, ich zeige dir einfach, wo du hinschauen musst. Weil es ist ja schon da. Mhm. Du kannst ja nicht von deiner Essenz weggehen. Das ist gar nicht möglich. Du kannst dich nicht vom Bewusstsein verabschieden. Aber ich kann dir zeigen, wohin du schauen musst. Das kann ich machen. Mhm. Und dann natürlich ein ganz wichtiger Aspekt meiner Arbeit ist es, auch diese Wunden aufzulösen von vergangenen Ereignissen, die für uns überfordernd waren im Laufe unserer Zeit, vom Kind, vom Babykind bis hierher. Weil, wenn wir sagen, okay, wir wollen uns entwickeln, dann ist es unumgänglich, auch Heilungsarbeit zu machen. Weil Entwicklungsarbeit kommt einher mit Heilungsarbeit. Das heißt, ich muss also etwas verstehen als Lehrer von Entwicklung und ich muss auch etwas verstehen von Heilung. Ich muss das beides miteinander kombinieren können. Weil der Grund, warum du dich nicht weiterentwickelst, ist ja gerade darum, weil es da noch innere Verletzungen gibt, von denen du nicht mal weißt, dass sie gibt. Mhm. Und da zeige ich dir auch hin. Und dann, okay, dann siehst du das und dann können wir das miteinander auflösen, weil du kannst ja nur das auflösen, was dir auch wirklich bewusst ist. Ja, wenn ich die ganze Zeit so rumlaufe und meine Haltung am Arsch ist und ich sage dir, hey, ist dir schon mal aufgefallen? Ja, das tut dir nicht gut. Mach doch mal so. Mhm. So erst dann hast du die Möglichkeit, es ist mir gerade bewusst geworden, dass ich meine Haltung, dass sie sehr ungünstig für mich ist. Okay. Und jetzt, wenn mir das bewusst geworden ist, wenn ich das anerkennen kann, dann habe ich die Möglichkeit, das auch dann zu verändern. Mit Hilfe, mit Unterstützung auch natürlich, klar. Und das ist, weil du mich gefragt hast, wofür lohnt es sich für mich zu leben? Zu sterben. Oder zu sterben. Ja, oder zu kämpfen. Ich finde, das ist die gleiche Frage. Wofür lohnt es sich zu leben und wofür lohnt es sich zu sterben? In der Tiefe ist das die gleiche Antwort. Ja. Das heißt, letztendlich auch für das, aber einfach auch nochmal das Phänomen, einfach zu existieren, also da zu sein, etwas mitzubekommen, auch das finde ich absolut krass. Ich habe zum Beispiel letztens da unten in meinem Garten eine Beere gepflückt
Und dann habe ich diese Beere gegessen, eine Himbeere, also eine schöne, rote, saftige Himbeere. Und dann alleine, das musst du dir jetzt mal vorstellen, der Geschmack von einer Himbeere. Was ist das für ein krasses Ding? Dass da einfach in dir Geschmack auftaucht, ein Erlebnis von Geschmack. Also, wenn ich darüber nachdenke und ich mich darauf einlasse, das ist krasser als jeder LSD-Trip. Da denke ich so, krass, Mann, was ein Geschmack, nur ein Geschmack, was ist das? So, das heißt, alleine einfach hier zu sein und mitzukriegen, was da passiert, da zu sein, präsent zu sein, das alleine, Bro, nur das allein. Das lohnt sich schon zu leben. Ja, also ich habe eher wirklich gedacht, wofür lohnt es sich, ein lebensgefährliches Risiko in Kauf zu nehmen? Also wirklich zu sagen, im Sinne von, also eben so, ab wann würdest du zum Beispiel kämpfen, ab wann würdest du rebellieren, ab wann würdest du einfach auch da in den Widerstand gehen? Ja, weil du bist ja, du sagst ja auch sehr viel, dass du widerstandslos, also das ist ja die Arbeit, die wir sagen, auch alle Zen-Mönche versuchen ja, den Widerstand loszulassen und immer wieder. Und dann ist man zwar im Frieden und die Frage ist, ab wann ist dein System im Widerstand? Mhm. Also ab wann entscheidest du dich aber auch aktiv für den Widerstand? Das war eigentlich so die Frage. Okay, also da ist ein Wert, der vielleicht da ist, aber der so groß ist, dass du sagst, dafür lohnt es sich dann auch für die Wahrheit. Für die Wahrheit, Bro. Ja, letztendlich für die Wahrheit, und das ist natürlich immer situativ, oder? Das ist ganz situativ. Also wenn ich jetzt auf der Straße laufe und ich sehe, wie jemand jemand überfällt oder so. Und ich weiß, ich habe die Kapazität zu helfen, weil ich die Ressourcen habe, die Kraft, die Power, ich verstehe ein bisschen noch was von Kampfsport, dann kann ich mich dafür einsetzen. Ja. Oder, aber willst du dich auch dafür einsetzen? Ja, klar. Okay. Also ich kann und werde, sage ich jetzt so, mich dann wahrscheinlich dafür einsetzen. Ich sage wahrscheinlich, weil ich ja die Zukunft weißt du es ja nicht. Eben, und das ist ja ganz wichtig, dass wir da auch transparent und ehrlich sind und intellektuelle Redlichkeit. Das heißt, ich kenne die Zukunft nicht, aber ich kenne meine Werte. Ich kenne meine Werte. Und was ich machen kann, ist, in bestimmten Situationen einfach zu erkennen, oder wird gerade ein Wert von mir missbraucht oder sagen wir mal, eine Grenze versucht zu überschreiten. Und wenn mir das auffällt, dann kann ich da eine Linie setzen, eine Grenze setzen. Ja? Ja. Und das ist ja immer individuell. Es kommt da ganz drauf an, was da passiert. Und ich versuche immer, den ganzen Kontext zu sehen. Ja? Aber das ist ja genau das, was eben da haben wir ja wieder dieses Thema Überzeugung und Entschlossenheit, das ja aus der Tatsache entspricht, dass du den ganzen Kontext nicht siehst. Ich kann den ganzen Kontext nie sehen, aber ich kann zumindest den Anspruch haben, mehr vom Kontext zu sehen. Weil in dem Moment, wo ich für mein Vaterland in den Krieg ziehe, was ich zum Beispiel nicht machen würde, ich kenne jemanden, der ist aus Russland geflüchtet, bevor die zu seiner Wohnung gekommen sind und ihn eingezogen hätten. Ja. So, weißt du? Und da würde ich sagen, dafür würde ich jetzt nicht in den Krieg ziehen, weil ich für die Geschichte Schweiz oder Deutschland oder Amerika oder was auch immer, für diese Story möchte ich nicht in den Krieg. Ja. So, und andere sagen aber, ich kämpfe für mein Vaterland oder sogar jetzt eben, um wieder auf das Anfangsthema zurückzukommen, ich bringe Menschen um für irgendeine Story, die mir eindoktriniert wurden. Und je überzeugter du bist von etwas, desto mehr hast du ja dann auch, bist du dann sozusagen auch desto mehr kann man dich auch als Instrument wieder nutzen irgendwo. Klar. Und deswegen ist halt so die Frage, wofür sterben? Und ich find's persönlich eben auch eine sehr schwere Frage, deswegen wollte ich einfach wissen. Ich mache noch zwei Fragen. Eine davon ist einfacher und kann auch sehr einfach und kurz beantwortet werden. Und zwar, wofür gibst du am allerliebsten dein Geld aus? Für Weiterentwicklung. Mhm. Geil. Ja. Und vielleicht noch zum Abschluss eine Frage. Was machst du ausschließlich zum Spaß, was alle anderen in deinem Umfeld als absolute Zeitverschwendung bezeichnen? Meditation. Würden. Ja. Also das heißt, wer alles, also wirklich viele Menschen? Ich denke, viele Menschen sehen Meditation als eine Zeitverschwendung, weil sie nie wirklich verstanden haben, was das denn ist. Und das ist mir jetzt gerade so als erstes in den Sinn gekommen, weil alles andere, was ich sonst mache, wandern, ab und zu mal einen Berg besteigen, Urlaub machen, also respektive Reisen, was ich auch immer wieder mal mache. Ja, nicht mehr so exzessiv wie auch schon, aber ab und zu denke ich so, ist eine gute Idee, wieder mal wegzugehen. Mhm. Da gibt es eine Stadt, ein Land, was mich interessiert, okay, lass uns gehen.
Zeit mit meinen Hunden zu verbringen, meine Arbeit, ja, aber auch meine Arbeit zum Beispiel. Manche Menschen sehen ihre Arbeit auch nicht als das, was ihnen Spaß macht. Leider, leider ist es für einige so. Leider auch genau, Zeitverschwendung, leider. Also zum Beispiel kann ich auch sagen, direkt meine Arbeit, ja, also das ist auch absolut Freude für mich. Nicht alles natürlich an meiner Arbeit, ja, da gibt es auch ein paar andere Dinge. Was? Du bist nicht nonstop? Nonstop. Nein, in deiner Leidenschaft? Aber die Essenz meiner Arbeit, ja, die Essenz meiner Arbeit. Klar, oder muss ich auch noch so sagen, klar. Ja. Wo wir differenzieren können, ja. Genau. Spannend. Mhm. Ja, also eben, was mir... Was ist es denn bei dir? Was ich für mich mache, ja? Was andere für absolute Zeitverschwendung haben würden. Also ich mache viele Sachen, die absolut... Also eben schon alleine die Tatsache, dass wir hier über Bewusstsein sprechen... Das ist für viele, es ist so lost. Ja. Also viele sagen immer wieder, Misha, über was du dir Gedanken machst, so was geht eigentlich bei dir ab, so woher hast du die Zeit? Also das würde ich definitiv als etwas sagen. Ich bin auch jemand, der einfach manchmal einfach so im Bett liegt und einfach sich dreht noch ein paar Mal. Also das, was alle so sagen würden, so yo, steh auf, stell den Wecker, mach deine Morning Routine. Ich stehe dann auf, wenn mein Körper mir sagt, jetzt ist Zeit zu aufstehen. Und manchmal drehe ich mich noch so 2-3 Mal und ist völlig entspannt. Ja. So, okay. mach mir gar keinen Stress. Mach ich manchmal auch, ja. Ja, also ja. Das sind, glaube ich, so Sachen, die viele für Zeitverschwendung halten. Wir fahren mit unserer Bubble jetzt dieses Thema früh aufstehen und get your day done. ich finde es immer wieder spannend, eben auch mit dir zu sprechen, weil du ein sehr guter Spiegel für mich bist. Weil wenn ich dir so zuhöre bei deinen Antworten, dann merke ich eben auch, wie viel du nachdenkst, also dass eben viel deines Tages in dem Kopf stattfindet. Ja, spannend, dass du das siehst. Und viele Menschen sehen das wahrscheinlich eben nicht. Und ich merke dann bei mir so, dass ich wahrscheinlich auf andere Leute auch diesen Eindruck erwecke, dass ich viel in meinem Kopf bin. Das hat meine Massagetherapeutin mir gesagt, die musste da so 3 Wirbel in mir einrücken, gesagt hat, du denkst zu viel, du bist immer nur in deinem Kopf. Und das, obwohl ich so viel Yoga mache. Und deswegen finde ich das ein sehr, sehr spannender Spiegel. Und gleichzeitig sehe ich aber auch diesen Spiegel der Lebensfreude, den du wirklich trägst. Also das heißt, du das, was du sagst, du spürst es halt auch. Es ist nicht nur das Gesagte, es ist auch das Gefühlte. Und das wiederum gibt mir dann auch wieder ein gutes Gefühl, dass ich weiß, das strahle ich ja auch aus. Oder das heißt, es gibt dann einige Menschen, die schalten bei uns zwar ab, aber die Leute, die uns fühlen, ist doch okay. Genau, die fühlen uns dafür richtig. Mhm. Und deswegen kann ich auch hier nochmal sagen, abschließend, Leute, du bist jetzt Teil der Janus University und ich glaube, bei dir ist es nicht mal nur auf mentale Freiheit oder auf emotionale Freiheit, sondern es ist wirklich auf diese existenzielle Freiheit auch zurückzuführen, so wie ich das jetzt gehört habe, dass du da wirklich den Leuten einen Zugang gibst, wo sie wirklich auch mal tiefer fallen können und Lebensfreude in Sachen entdecken können. Vielleicht eine kleine Himbeere, so eine kleine Saftig, oder? Und das ist das schon. Eine Himbeere. Ja. Weißt du, das ist. Weißt du, wie. Und vielleicht nochmal ganz kurz abschließend, Bro. Weißt du, ich finde das krass, weil wir leben so vor uns her. Ja, ja. Meistens in einem Kreislauf von Aufstehen, Arbeiten, Konsumieren, Schlafen gehen. Aber einfach mal zu realisieren, du beißt in einen Apfel rein und da entsteht ein Geschmack. Du kannst alles über diesen Apfel erforschen. Du kannst ihn auseinandernehmen, molekular. Du kannst alles über den Apfel wissen, rein materiell gesehen. Aber wenn der Geschmack auftaucht in deinem Bewusstsein, den kannst du nicht studieren. Den kannst du nicht sehen. Da kannst du noch alles über den Apfel wissen, was du willst. Du kannst 100 Jahre forschen über den Apfel. Wenn du noch nie in einen Apfel gebissen hast, dann wirst du nicht die Erfahrung machen, wie der Geschmack eines Apfels sich in dir anfühlt. Und alleine, dass es so eine Erfahrung gibt, dass ich den Geschmack eines Apfels in mir erfahre, das finde ich einfach krass. Und wenn du das nicht krass findest, dann glaube ich, dann schläfst du noch auf einem bestimmten Level. Dann ist das Leben, es ist zur Routine geworden. Ja. Dann ist es zur Routine geworden. Ja. Weil das ist ein abgefahrenes Mysterium. Mhm. Und darin liegt noch so viel Potenzial an Neugierde, Freude, an viel Potenzial. Ja. Mhm. Sich für die Magie, für das Mysterium des Hierseins, des in meiner Weltseins, des Lebens, des Existierens, sich dafür mehr eröffnen zu können, das ist schon, schon krass, ja. Weil, was für einen krassen Trip sind wir hier gelandet, oder? Du hast das letztes Mal gesagt, was sind wir hier reingestellt? Ja, ja. Ja, eben, das ist das, was ich. Ich kann es auf jeden Fall wahrnehmen. Ja. Hier manchmal auch. Ja.
und körperlich auch manchmal, aber ich würde sagen, da geht noch mehr. Also ja, ich bin definitiv an dem Punkt, wo ich sage, ich verstehe vieles, was ich aber jetzt noch mehr verkörpern und erleben möchte. Und deswegen eben geht bei mir auch die Arbeit immer mehr auch wieder auf den Körper zurück, lustigerweise, nachdem ich mich ein bisschen verirrt habe. Also Bodybuilding war ja wirklich nur so statisch, aber jetzt merke ich so, hey, der Körper ist doch irgendwo auch, das ist schon das Medium. Mhm. So, ja, klar. Ja. Das Tor. Ja, es ist das Tor. Klar, es ist das Tor in dieses Leben, der Körper. Embodiment. Ja, da machen wir auch die ganzen Yoga Shit jetzt ein bisschen. Eisbad da draußen im Fluss. Ja, ich hab Bock. So. Let's go. Lebensfreude. Bro, vielen Dank. Ja, mit Schlaf. Und wir machen jetzt noch ein zweites Gespräch später, dann auch für deinen Channel. Da werde ich auch mal wieder labern dürfen hier. Ich freue mich. Geil. Yes, mich auch. Peace out.